Ein bisschen zu viel Kokain. Ich mag Drogen, das ist wahrscheinlich. Niemand sollte Drogen nehmen. Nein, also nicht jetzt. Drogen sind böse. Genau, Drogen sind schlecht. Außer Dose Express liefert sie. Okay. Drei Felder vor. Filme, die tolle Brettspiele wären. Irgendwann holt ihr Satan einen runter. Herzlich willkommen. A word from our sponsors. Unsere heutige Sendung wird gesponsert von Magenta TV. Ist die letzte, übelste Saugut. Ich habe da so ein Gefühl. Du hast ein Gefühl? Was? Ja, wie das ablaufen wird, jetzt auch mit der Reihenfolge und so, aber dazu kommen wir später. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich dezent von mir selbst angepisst bin, weil ich mich nicht aufraffen konnte, mein Ding halt so schön zu bearbeiten, wie ihr beides wahrscheinlich getan habt. Aber ich habe aber noch nicht gehört, aber habt ihr schon Aufnahme gedrückt jetzt? Ja. Ja, es läuft. Guten Tag. Wir müssen, die letzten Folgen sind alle irgendwie so... Oder haben alle so begonnen, dass wir irgendwas wegen dem Record-Button hatten. Jetzt machen wir vielleicht einmal eine vernünftige Anmoderation oder einen Start in den Podcast. Ja, ich schneide das alles weg. Das ist die Ausgabe 21. Das heißt, mit 21 ist man endgültig erwachsen. Das ist ja auch das Alter des Heranwachsenden vorbei. Also wir müssten jetzt wirklich seriös werden. Okay. Der Horst darf jetzt auch... In Amerika, ich bin ja Moderator. Da muss ist aber jetzt doch blöd, dass wir heute bei unserem ersten Erwachsenenhorst über Brettspiele reden. Ist egal, Brettspiele sind für alle da. Ich habe jetzt so ein Papier in der Hand, das klopfe ich so auf den Tisch so. Telehorst. Ich wusste gar nicht, dass John Williams die Tagesschau-Melodie komponiert hat. Herzlich willkommen, Bonn. Darf ich das einfach als Intro nehmen? Drei Horst sind zusammengekommen, um ein Brettspiel zu moderieren. Nee, ist eine scheiß Anmoderation. Aber... hallo Stu, hallo Andi. Hallo. Hey. Ja. Ich sag heute wenig, ich habe mit Stu gerade drei Filme besprochen und er hat sich beschwert, dass ich zu viel gequatscht habe. Deswegen bin ich jetzt schön still. Und ich saß heute insgesamt 5 Stunden im Wartezimmer von Ärzten. Ich bin da auch ziemlich matt. Okay, gut. Ich habe Urlaub. Und ich möchte hiermit meine ganze Energie, die ich habe, in den Podcast reinwerfen, damit wir insgesamt auf 100% kommen. So, wir unterhalten uns heute über Filme, von denen wir glauben, dass sie gute Brettspiele wären. Jetzt meine erste Frage an euch. Wie steht ihr beide zu Brettspielen? Mag ich. Ja, ich eigentlich auch. Ich muss aber sagen, ich kenne nicht so viele. Also ich mag die Klassiker halt, so Monopoly passt schon und irgendwie und Schach vielleicht noch. aber irgendwie, also mit Risiko, so Siedlerzeug kann ich nichts anfangen irgendwie. Und deswegen, ich kannte jetzt auch nicht so viele Spielmechaniken, was meine Filmauswahl so ein bisschen eingeschränkt hat. Ich konnte da nicht allzu kreativ werden, weil ich kenne da nicht so viel. Ja, also ich spiele mit Freunden ab und zu wirklich noch ganz klassisch, Mensch, ärgere dich nicht. Und da stellen wir unsere Freundschaft auch wirklich jedes Mal auf die Probe. Ansonsten, Monopoly ist nicht meins, dafür ganz gerne Risiko, auch wenn ich darin echt schlecht bin, weil da fehlt mir die Geduld. Und ansonsten, ich mag gerne Spiele, die einfach sind. Ja. Also sowas wie, kennt ihr Bluff? Oder Würfelpuffer, glaube ich, gesagt. Ja. Sowas finde ich toll. Oder Jenga, auch großartig. Ja, was ich Jenga noch empfehlen kann hier, das hatten wir auch schon, wir hatten ja schon mal eine Tele-Stammtisch-Film-Edition von diesem 5 Seconds, also wo man einfach innerhalb von 5 Sekunden 3 Begriffe zu irgendeinem Thema sagen muss. So eine Film-Edition haben wir da schon mal gemacht.
hat leider nie das Licht der Welt erblickt, aber das mag ich auch noch ganz gerne und halt, ja, so Trivial Pursuit und so, wie gesagt, einfache Klassiker halt. Siehst du, Andi, da müssen wir mal Trivial Pursuit spielen oder wir gehen mal miteinander ins Kneipenquiz, denn ich finde halt wirklich sehr selten Leute, die mit mir mal so quizzen wollen. Viele denken sich halt, oh Gott, da blamieren sie sich. Leute, das ist Bullshit. Das muss ich jetzt mal ganz, ganz offen hier an alle sagen, die mit der Ausrede kommen, ist auch für andere Freundeskreise wichtig. Die Ausrede, da blamieren wir uns, weil wir zu wenig wissen, weil ich kein Geografiekenntnis habe oder so. Das ist völlig egal, weiß jeder, darum geht's nicht. Man kann auch mal mit Pauken und Trompeten verlieren. Es geht einfach nur darum, miteinander zu rätseln und damit man die eine Person in der Clique, die sich praktisch da mit seinem Wissen irgendwie, ja, wie sagt man, beweihräuchern lassen will, also ich in meinem Fall, dass die ein bisschen zufriedengestellt wird. Genau darum geht es beim Kneipenquiz, um nichts anderes. Und ich, was gibt es denn da für welche? Ich kenne nur diese Musikquizzes im Kooks oder so oder in diesen Pubs halt irgendwie, aber gibt es da noch verschiedene? Gibt's ja, zwei München unter sich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass du da nichts mit anfangen kannst. Aber es gibt 5 bis 6, ich werde dir mal einen Link schicken. Ich habe übrigens mal vor bestimmt 10 Jahren oder so in Berlin beim Kneipenquiz Filmedition mitgemacht und habe gewonnen. Ja, gut, okay. Oh, Kneipenquiz hier im Posch Teckel in Berlin. Kennt ihr das? Das ist so eine Kneipe irgendwie, ich glaube in Friedrichshain oder so. Da gibt es immer jeden Montag ein schönes Musikquiz. Unschaffbar, da sitzen echt die krassesten Musiknerds rum. Ah, da war ich schon 4-mal und habe jedes Mal verloren. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich mag es ja gern, wenn es so in alle Richtungen geht. Also so rein eigentlich Film schon, ja. Oder rein Musik, ja, gern, klar, ist man ja interessiert dran. Aber ich kriege auch gern mal Fragen, bei denen, ja, keine Ahnung, zu Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, Gynäkologie und sowas. Weißt du, also sollte ein Witz sein. Ja, aber so ein Filmquiz, ich habe auch mal zum Geburtstag so ein Musikquiz vorbereitet, das macht mir sehr viel Spaß. Ich könnte auch mal, können wir mal so eine Musik, eine Filmquiz-Runde hier beim Telehorst machen. Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn macht in einer aufgezeichneten Sendung und überhaupt, aber trotzdem, das macht sehr viel Spaß. Nee, ihr habt ja auch mal so ein schönes gemacht. Da müssten wir aber jemanden finden, der praktisch, also wir drei gegeneinander und wir bräuchten jemanden, der praktisch Fragen macht. Also ist jetzt hier nur so mal eine Idee, also ich würde mitmachen. Aber das müsste schon ein Trivia-Quiz sein, weil wir beide gegen Stu, da müssten wir schon, glaube ich, beim Filmquiz müssten wir ein Team bilden, Andi. Ja, wir haben ja gerade auch schon über wir machen jetzt einfach mal frech Werbung, aber ich mag das auch, wenn da Kreativität noch dabei ist, also diese Filmfights, was wir schon besprochen haben, das macht sehr Spaß. Also wenn du zum Beispiel einen Film pitchen musst, den es nicht gibt, oder wenn du, keine Ahnung, irgendwas argumentativ dann irgendwie belegen musst, was vielleicht auch gar nicht so ist irgendwie. Aber das finde ich cool, wenn da noch die Kreativität dann doch so dabei ist und nicht nur Wissen. Das finde ich auch noch ganz spannend. Ach, übrigens, was jetzt Filmfights angeht, natürlich haben wir drei auch nichts dagegen, mal bei Kino Plus aufzutreten. Ja. Genau, wenn sie uns schon unsere Themen stehlen, dann wollen wir da auch mal dabei sein. Es war zwar nicht wirklich das Thema, aber von wann war die Sendung mit den Brettspielen? Ja, die war vom letzten Wochenende. Okay, ich kannte das davon. Also wir haben das Thema tatsächlich vorher ausgesucht. Tja. Gut. Jetzt habe ich noch eine Sache auf der Tagesordnung, die sehr wichtig ist. Mhm. Durstexpress. Durstexpress, ja. Also, Chef Andi hat ja den Durstexpress jetzt vor kurzem mal persönlich angeschrieben und geoutet, dass wir drei alle sehr große Fans sind. Ich vermute mal, ich bin der größte Fan von allen. Ich kannte dich vorher gar nicht. Ich meine, ja, super, Durstexpress, Wahnsinn, super. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob von denen irgendwas zurückkommt. Ich würde mich super freuen. Also Ich habe da mal Plakate gesehen, aber es gibt, glaube ich, noch 2, 3 andere, die jetzt in die ähnliche Richtung. Deswegen, ja, aber lieber die Durstexpress, nennen wir jetzt nicht. Nee, die nennen wir jetzt auch nicht. Und deswegen, ich finde auch, dass Durstexpress jetzt sich durchaus da mal in so neuen Medien wie Podcast auch einschalten muss, weil die Plakate hängen jetzt überall von verschiedenen. Und sie müssen jetzt mal, gibt es Konkurrenz zu Durstexpress? Ihr müsst jetzt echt mal schauen. Es gibt Konkurrenz und ich muss tatsächlich sagen, meine Freundin hat einmal bei der Konkurrenz bestellt, weil es bei Durstexpress kurzzeitig keine Adelholzener Apfelschorle im 1,0 Liter Glas gab. Deine Freundin ist schon ein bisschen versnobbt, oder? Wieso? Naja, ganz ehrlich, ich meine, Apfelschorle ist ja,
Also es gibt auf der einen Seite gibt Spezi, okay, da gibt es aber 3-4 Marken, die sind ganz gut. Also da freue ich mich bei jeder Marke, wenn ich ungelogen, die beste Apfelschorle ist die von Ja, Rewe Eigenmarke. Aber sorry, echt? Die ist super, wirklich. Was kann die, was andere nicht können? Ja, die schmeckt besser. Und na, die schmeckt aber schon sehr künstlich, gell? Die ist sehr süß. Ja, aber keine Ahnung, kennst du überhaupt die Adelholzner Natürlich Apfelschorle? Nicht. Na, wie denn auch? Aber ist Adelholzner so ein bayerisches Ding wahrscheinlich? Nee, also ich glaube, die Marke habe ich ja auch schon mal gesehen und ich trinke jetzt auch nicht nur Apfelschorle von Ja oder von anderen Herstellern. Aber das ist tatsächlich die mir mit am besten schmeckt. Da gibt's auch so mit Rhabarber noch dazu. Das finde ich ganz lecker. Ganz furchtbar, ich glaube, die schlimmste Apfelschorle, die es gibt, ist diese von Coca-Cola, diese Lift. Die ist halt noch. Ja, danke, dass du es gesagt hast. Ich habe noch vor kurzem eine noch schlimmere getrunken. Das ist die von Sinalco. Okay. Da steht sogar ganz, also ob sie sich damit brüsten würden in der heutigen Zeit, dass da Aromen drin sind. Hä? Hey, machen das so ein bisschen so kontra. Genau, das ist mal. vielleicht eher für Leute, die an den Klimawandel nicht glauben oder so. Eben, genau. Die dann sagen so, hey, scheiß auf eure Bio-Kacke, ich hau mir den richtigen Scheiß rein. So. Genau. So, aber mal kurz zurück noch zum Brettspiel. Jetzt eine Sache, bevor wir unsere Filme nennen. Nach welchem Kriterium habt ihr eure Filme eigentlich ausgesucht? Also ich kann nur von mir aus sagen, ich habe halt wirklich überlegt, wie könnte man das als Brettspiel umsetzen. Also wir sind ja alle drei nicht davon ausgegangen, okay, da gibt es ein Brettspiel und das, was wurde verfilmt, sondern wir sind halt wirklich kreativ und haben gesagt, okay, wir suchen uns Filme aus, versuchen daraus ein Spiel zu machen. Und ja, ich habe wirklich lange überlegt, normalerweise bin ich ja immer einer der Ersten, der seinen Film nennt. In dem Fall habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Und mir sind danach auch wieder nach meiner Auswahl zig andere Filme eingefallen, die man hätte auch nehmen können. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Ich habe nämlich genommen Das große Fressen. Ja, da bin ich gespannt auf deine Werbung dazu oder die Spielmechanik, habe ich noch nicht gehört. Ja, ich hatte den ersten Gedanken, den ich hatte, war Starship Troopers irgendwie so in Richtung, aber Risiko kenne ich da zu wenig. Ich dachte da eben so an, wo du wie nennt man das? Parteien, nicht Parteien, diese Kriegsformationen oder so, zwischen den Bugs und den Militär und so hin und her. Dann dachte ich, hättest ja auch Schach nehmen können. Irgendwie so in die Richtung, dann dachte ich mir auch, aber das wird dem Film nicht gerecht, also da war egal, habe ich nicht genommen. Aber ich habe dann irgendwie halt eben an so einfache Spiele mit so, wie so Monopoly, wo du halt Karten ziehst, dein eigenes Karten und ja, so, genau, wo immer Sachen passieren, du musst irgendwie weiterkommen und so. Und eben, dann kam ich halt irgendwie auf, ich weiß gar nicht wieso, warum, aber U-Turn und dann, der weiß nicht, vielleicht wollte ich den Film einfach wieder gucken und dachte mir, hey, das wäre doch ganz lustig, du musst halt einfach versuchen, irgendwo rauszukommen und dann ziehst du halt Karten, fällst immer wieder zurück, also hier das und das passiert, gehe 4 Felder zurück, gehe 3 Felder zurück oder, also du musst halt einfach so Ereignisse schaffen oder Dings. Ich muss aber auch noch sagen, schönen Gruß an den Danny, mit dem war ich letztens irgendwann unterwegs und der hat eine gute Idee. The Cube hat der nämlich vorgeschlagen und da dachte ich mir auch, das wäre geil gewesen und zwar mit so einer Spielmechanik wie dieses Labyrinth-Spiel, weißt schon, wo du immer so die Karten rüberschieben musst und dann immer so, das könnte man so gut designen und dann musst du von einem Raum in den nächsten. Tatsächlich sogar Würfel machen. So ein könntest du voll den, ja genau, und dann könntest du ein richtig geiles Spiel designen, was dann eventuell auch, es gibt doch schon mittlerweile so 3D-Aufbauten und wo du dann so Sachen drücken und schießen also musst. 3D-Drucker, so. Weißt du. Ja, eben, aber das wäre auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich geil wäre. Gibt's auch noch nicht. Aber wie gesagt, da hatte ich meinen schon ausgesucht und aber trotzdem, das wäre auch eine gute Wahl gewesen. Mhm. So, auf YouTube springt jetzt praktisch das Thumbnail um auf den ersten Film, den wir besprechen, nämlich Time Bandits. Und ich möchte mich bedanken, dass du diesen Film genommen hast. Wir haben ja in letzter Zeit wirklich so fast schon insgeheim so eine Terry Gilliam Retrospektive gemacht. Das fand ich auch sehr schön, weil ich habe mit dem echt, außer 12 Monkeys und Brasil kannte ich die noch nicht so. Also jetzt hier König der Fischer und Time Bandits habe ich das erste Mal gesehen und finde es auch super, wenn man hier im Rahmen dieses Podcasts einfach mal so ein bisschen Regisseure, das Werk dieser Regisseure ein bisschen breiter kennenlernt. Fand ich sehr schön. Und ich weiß halt, also ich habe Time Bandits vor vielen, vielen Jahren mal gesehen und als ich ihn jetzt am Wochenende erneut gesehen habe, war es wirklich, als würde ich diesen Film zum allerersten Mal gucken. Ja. Und es war sehr schön. Muss ich zugeben, war es bei mir auch. Also so in etwa.
Ich habe den aber als Kind, also es ist, eigentlich ist das mein Kinderfilm. Wenn jetzt andere Leute von unendlicher Geschichte sprechen oder die haben dann Ronja Räubertochter oder sowas als Kinderfilm, also das, was halt auf der verschlissenen VHS-Kassette daheim war. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist bei mir Time Bandits. Wenn das dein Kinderfilm ist, dann muss man sagen, dass sich die Kinderfilme heutzutage, also die Kinderfilme von heute haben keine Eier mehr, oder? Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist halt echt ein, aber da kommen wir später drauf. Also wie gesagt, aber das als Kinderfilm, ich hatte auch das Gefühl, ein Kinderfilm von Terry Gilliam so ungefähr, aber nicht wirklich für Kinder so ungefähr. Aber wenn man den jetzt, also nicht nur zumindest, aber wenn du den jetzt wirklich als Kinderfilm so abgespeichert hast, dann Chapeau. Naja, ich habe ihn halt als, keine Ahnung, 8- bis 12-Jähriger am öftersten gesehen. Also ich schätze mal, dass ich den pro Jahr ein paar Mal angeguckt habe, wie man es halt als Kind macht. Mhm. Da hat man ja nur 3 Filme, die man ansieht und die dann im Wechsel. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil wir haben jetzt ja so, wie du dann drauf über dieses Spiel, also nicht, dass du den einfach filmen, weil du den geil findest, nochmal sehen wolltest, sondern was du dir dann als Brettspiel überlegt hast. Aber das hört ja gleich. Also ich würde wohl als erstes jetzt mal ein bisschen was zur Handlung sagen, weil ich glaube, das ist eher einer der unbekannteren Filme. Mhm. Vor allem ist es Terry Gilliams zweiter Film. Ich würde aber behaupten, das ist der erste, mit dem er sich von Monty Python eigentlich emanzipiert hat. Das stimmt. Der hat ja davor diesen Jabberwocky gedreht mit Michael Palin, genau, der übrigens bei Time Bandits am Drehbuch mitgeschrieben hat. Mhm. Und Jabberwocky entstand noch zu einer Phase, wo die Pythons halt noch aktiv waren und die haben sich ja dann verabschiedet mit Der Sinn des Lebens. Und genau, tatsächlich ist Time Bandits, da gebe ich ja auch recht, wirklich so Terry Gilliams Befreiungsschlag, würde ich sagen. Ja. Und für mich ist der Film eigentlich eine Abenteuerreise eines kleinen Jungen, ich weiß nicht, der ist vielleicht so 8, 9, 10, ein sehr neugieriger Junge, der aber in seinem Elternhaushalt, also die Eltern sind halt nicht interessiert an Bildung oder sonst was, sondern einfach bloß am Konsumieren sozusagen. Also die sitzen auf ihren Sofas und gucken den ganzen Tag irgendwie, Der Preis ist heiß. Und interessieren sich für ihren Sohn eigentlich weniger als für die Nachbarn. Und den Staubsauger und den Toaster. Ja, genau, genau. Und eines Nachts, und da sind wir jetzt so an dem Punkt, weiß man nicht genau, ist es jetzt einfach nur die Fantasie des Jungen oder Traumwelten oder passiert es wirklich so, kommen 6 Zwerge. Ja, es sind Gnome, kleinwüchsige Zwerge, wie auch immer. Auf jeden Fall sind es Mitarbeiter des lieben Gottes, der in diesem Fall nur das Gute genannt wird. Und die haben dem Guten eine Zeitkarte geklaut. Und durch diese Zeitkarte. Ich habe auf Englisch, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Ich habe den auf Englisch gesehen, der Great. Wie hieß der? Hab den auf Deutsch gesehen. Ach, fuck. Also, ich weiß, ich hatte diese Deutschen Gott. Heißt er das oberste Wesen. Mhm. Ja. Ist egal, komme jetzt nicht drauf. Aber wenn ich das kurz sagen darf, das habe ich echt gefeiert, weil Kevin fragt ja dann irgendwie, sag mal, warum gibt es denn diese Zeitlöcher? Und dann kommt als Erklärung, ja, meine Güte, hat in 6 Tagen alles zusammengeschustert. Klar, dass da ein paar Löcher üben sind. Ja, ist ein guter Übergang, weil nämlich, also die haben eine Zeitkarte geklaut und da werden halt eben diese Zeitlöcher dargestellt, wo und wann sie erscheinen. Und die erscheinen immer nur für einen kurzen Zeitpunkt. Und damit kann man durch die Zeit reisen sozusagen. Und die 6 Gauner, die Banditen, die Gnome, nutzen halt diese Zeitlöcher, um in verschiedenen Epochen die Leute zu bestehlen und dann halt zum richtigen Zeitpunkt wieder abhauen zu können. So geht's zu Napoleon und dem werden halt die Schätze geklaut, die er von dem Raubzug mitgenommen hat, nachdem Napoleon betrunken in sich zusammensackt. Oder bei Robin Hood. Oh, Robin Hood in dem Film ist so großartig. Das habe ich mir 2-mal angeguckt. John Cleese als Robin Hood. Ich habe es euch ja schon privat geschrieben. Ich liebe ja Kevin Costners Interpretation von Robin Hood, aber John Cleese ist so famos. Das ist herrlich. Aber er kommt nicht ganz an Taron Egerton ran. Entschuldigung. Das heißt übrigens Supreme Being im Original. Ich habe aber nachgeschaut, aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Nee, hallo Bildung. Was ich übrigens ganz, ganz schön finde, und da greife ich auch so ein bisschen voraus, ist, dass der Terry Gilliam überhaupt keinen Bock auch hat, dass dieser Kevin diese Zwerge irgendwie umstimmt. Also, dass er sie dann sagt so, nein, ihr solltet nicht stehlen, sondern macht was Gutes. Das finde ich unglaublich schön.
dass die Zwerge halt die ganze Zeit einfach nur, nö, wir klauen jetzt. Naja, ja, die haben da so ihre Agenda und die muss durch. Wo du gerade John Cleese, also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir schon über den Film sprechen, bevor wir den Spot hören, aber wir sind jetzt gerade schon so schön drin. Ja, ja. Also John Cleese hat mich auch sehr gefreut, was ich aber auch großartig fand, habe ich in einem Interview noch gesehen, weil John Connery ja dabei ist und so. Und das ist ja so eine schöne Geschichte, dass irgendwie im Drehbuch immer stand, irgendwie dieser Charakter, also dieser Agamemnon, wo er dann auch mal landet irgendwie, und da stand im Drehbuch anscheinend immer irgendein Typ, der aussieht wie John Connery, wollen wir da haben, so ungefähr, aber sie haben halt nie gedacht, dass sie den kriegen, und die haben es auch gar nicht versucht, so ungefähr, aber über Umwege hat John Connery dieses Drehbuch in die Hände gekriegt und hat dann gelesen, ja, so ein Typ, der aussieht wie John Connery, und dann hat John Connery sich selbst gecastet und gesagt, hey, da bin ich schon dabei. Das, naja, ich meine, man muss ja auch sagen, es ist, glaube ich, nicht nur für diese Zeit, sondern es ist schon sehr, sehr fantasievoller Film, also davon mal abgesehen. Und vor allem ist es halt wirklich typisch Terry Gilliam, es ist wirklich handgemacht. Es ist wirklich handgemacht, es hat so diese typische Terry Gilliam-Stilistik. Ja. Ganz wunderbar. Alleine wie der Film anfängt, also das sollte man vielleicht sagen, ich hatte ja wirklich den Schock meines Lebens, als ich den geguckt habe, weil bevor die Zwerge halt aus dem Schrank kommen, in der Nacht zuvor, kommt ja wirklich so ein Ritter da raus mit Pferd und ja, so aus dem Nichts. Und dann dachte ich mir auch so, was zum Teufel ist da los? Ja, da hatte ich hier auch die Anlage ein bisschen zu laut eingestellt, habe ich das Gefühl gehabt. Das war schon relativ eindrücklich. Aber weil du gerade gesagt hast, so typisch Terry Gilliam, das fand ich nämlich auch schön. Und das habe ich dann, ich kannte den Film nicht und ich wusste nicht, dass eher so eine Kinderfilmrichtung in Anführungszeichen geht. Aber ich finde es schön, dass der Film halt gleich wieder mit so einer so ein bisschen futuristisch, aber trotzdem auch mit so einer konsumkritischen Message da so einsteigt und dass der nicht einfach irgendwie anfängt, sondern eben, also jetzt nicht in der realen Welt, wo märchenmäßig halt die Eltern vielleicht nicht so nett sind, sonst was, sondern dass du dieses ungenaue Setting hast, also du weißt jetzt nicht, ist es jetzt in der Zukunft, ist es sonst wo, so wie in Brasil halt auch eigentlich, ja, weil das ist ja auch eine unbestimmte Zeit, aber du hast trotzdem diese unterschwelligen Botschaften schon immer drin, und für so einen Kinderfilm ist das ein schöner Einstieg, finde ich. Das ist dann später jetzt nicht mehr so vertreten, aber das fand ich auch schon typisch. Ja gut, aber es hat ja eigentlich jede Episode, also ich gehe mal einfach so immer peu à peu die Handlung dann weiter. Zum Beispiel jetzt bei der Robin Hood-Sequenz, wo sie dann im Sherwood Forest sind, da hat man ja dann auch so ein bisschen dieses als Subtext diesen Klassenkampf, stimmt, arm, ja, und reich ziemlich auf die Schippe genommen, weil ich muss sagen, es gab noch nie so eine große Diskrepanz zwischen Robin Hood selbst als Anführer, der wahrscheinlich irgendwie so gut bürgerlich, vielleicht zu dieser Zeit sogar ein Intellektueller war in dem Fall, und den Räubern, die einfach das strunzdummste Pack. Ey, ungelogen. Geil, wie der Typ diesen Leuten einfach auf die Fresse haut, ja, nachdem sie ihr Zeug kriegen. Ich weiß nicht mehr, ob ich da irgendwie einen Text verpasst habe oder was das sollte genau. Und dann fragte, glaube ich, Robin Hood ihn noch so, muss es sein? Also, ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. Am besten ist wirklich diese eine Szene, wenn er halt diese Zwerge halt begrüßt, immer so, schön, 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 ja, 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 schön, 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 ja, ja, ja. Und dann so zum Schluss auch so, komische Leute. Großartig. Also ich hatte bei der Episode von Robin Hood auch noch irgendwie das Gefühl, es wirkte auch ein bisschen wie ein etwas gedehnterer Monty Python Sketch. Also da merkte man wirklich, stimmt, so die, ja, die Python-DNA noch. Ja, ich meine, gut, okay, da hast du halt Cleese, der bringt halt den Humor genauso rüber, wie er ihn halt bei den Sketchen damals auch. Wobei das jetzt auch, also der Film ist nicht nur da lustig. Ich meine, Ian Holm als Napoleon hat einen sehr deutlichen Komplex. Ja. Ja, der sich halt am liebsten anguckt, wie sich kleine Leute auf die Nase hauen. Und seine Berater müssen ihn immer wieder weismachen, sie sind doch nicht klein, Mann, Monsieur, 1,52 Meter ist nicht klein. 1,51 Meter, das ist klein, aber 1,52 Meter ist gigantisch. Großartig. Hey, da muss ich aber sagen, an die konnte ich mich jetzt gar nicht mehr so daran erinnern, aber gut, dass du es sagst. Irgendwie, ich brauchte eine Zeit lang, wo sie dann eben ihre Reise starten oder so, und da wusste ich noch nicht genau, was jetzt hier so passiert. Und die, bei der Episode war ich noch nicht so richtig drin, und da habe ich es auch nicht ganz gecheckt, was da so passiert. Also ich meine, wo dann da muss doch dieser Hofnarr in Anführungszeichen diesen Napoleon halt bespaßen, und dann sagt er mal, hey, du musst was Neues machen, und dann trifft er, dann laufen die kleinen Leute halt irgendwie vorbei, und dann kennt er die aber irgendwie und so. Also da waren so ein paar Sachen, der kann die muss man nochmal schauen, aber der hat dann vorher irgendwie 5, 6 andere Leute auf die Bühne gestellt, die alle groß waren. Und naja, er hatte halt Angst vor Napoleon, da kamen diese 5, 6 Zwerge einfach gerade recht.
geht mal auf die Bühne, bitte. Ja, ja, genau, aber dann irgendwie, da sind so Sachen passiert, da konnte ich noch nicht so richtig folgen, so was passiert hier gerade. So, da war ich noch ein bisschen verwirrt. Das muss man mal auch vielleicht sagen, der Film ist wirklich sehr, würde ich sagen, direkt, der hält sich echt nicht lange auf. Ja, ja. Ja, also da gibt es keine großartige Exposition oder sowas. Die Zwerge wissen schon, was sie machen. Ja. Also davon mal abgesehen. Und was ich auch schön finde, es kommt ja auch später noch das Böse, gespielt von David Warner, der übrigens ein total tolles Outfit hat, wie ich finde. Ja. Ist das von HR Giger? Das sollte man ja, das dachte ich mir auch irgendwie. Gedacht. Also wie es im Totenschädel, so im Hinterkopf, so es war, das sah schon sehr. Ja, ein Totenschädel, der sich selbst frisst als Hut, der seine eigene Wirbelsäule verspeist. Ja, also das war schon sehr, also im besten Sinne weird. Und diese Momente mit dem Bösen, die waren auch so herrlich, weil die waren so wechselhaft. Die waren einmal wirklich bedrohlich und dann gab es auch wieder hinreißende Szenen. Zum Beispiel hatte er seine Lakaien. Und wenn die halt Mist bauen, werden die schon mal in Luft gesprengt. Und dann gibt's diese eine wunderbare Szene, wo der eine Lakai irgendwie einen Fehler macht und dann so, Saya, bitte, töten Sie mich. Und das Böse so, jetzt doch nicht. Da waren ends gute Gags dabei. Mir fallen jetzt die nicht mehr im Detail ein, aber irgendwie, was war das nochmal? Ich rasiere in den Bart oder irgendwas? Ich weiß nicht mehr genau. Da waren echt so super lustige Sprüche drin. Was ich halt auch krass fand, also deswegen habe ich jetzt gemeint, so ja, Kinderfilm, aber das stimmt nicht, weil in Kinderfilmen gibt's immer auch gruselige Momente oder so, aber diese Szene, wo diese komischen Gestalten in diesen großen Umhängen mit diesen Totenschädeln, mit diesen, was sind Pferdetoten oder Stier Totenschädel ja, so da vorne rausschauen. Ja, hast du da nicht, Max, mal, du bist ja auch ein guter Zeichner, du hast doch auch mal so eine Inktober-Sache oder so, glaube ich, auf Instagram gemacht. Hast du die da mal gezeichnet? Time Bandits hatte ich dann nicht mit dabei als Filme, nee. Weil die hatten doch, das waren doch diese langen, großen mit den schwarzen Gewändern, diesen Totenschädel und die hatten doch noch so eine Art Spazierstock vorne raushängen oder so, gell? Ah, das könnte, da muss ich mal gucken, da gebe ich dir dann Bescheid, was es war. Aber weil ich habe den Film noch nie gesehen, aber dieses Bild kam mir so bekannt vor, also diese Gestalten da irgendwie und ich wüsste jetzt nicht, wo ich das, ich dachte, vielleicht hätte ich es bei dir mal gesehen. Also mich würde es nicht verwundern, wenn so überhaupt diese Stilistik natürlich andere Filmemacher in ähnlichen Situationen vielleicht inspiriert haben, also was Kostüme angeht, weil ich meine, das ist halt schon mega fantasievoll, also da ich musste dann noch hier, sagen wir mal ganz seriös werden hier, aber daran musste ich nicht denken. Ich dachte, ich hätte es schon mal wo gesehen, aber ich war kurz danach in der Pinakothek der Moderne und da gibt es doch diese Joseph Beuys Ausstellung. Und hat er nicht auch mal so eine Aktionskunst gemacht, wo er mit diesem Mantel, mit diesem Filzmantel irgendwie und diesem Spazierstock mit dem Wolf da eingesperrt ist? Kennst du das? Das hat sich irgendwie mir eingebrannt. Und da gibt es so ein Bild, also, wo er eben auch diesen schwarzen Mantel über hat und vorne dieser Spazierstock raushängt irgendwie. Und irgendwie würde es mich wundern, wenn das ein Zufall gewesen wäre. Ich kann es zwar nicht richtig einordnen, aber fand ich interessant. Na, wenn es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, Terry Gilliam darf uns gern schreiben. Also da haben wir nichts dagegen. Es gibt auch noch eine Sache, die ich wirklich toll fand. Und zwar, dass das Ende eigentlich bitter ist, finde ich. Ja. Weil die Eltern sterben ja, die fassen ja noch diese Überreste des Bösen an. Alter, da war ich auch sehr überrascht. Und explodieren. Und ich habe irgendwo halt gelesen, also es sei gesagt, Sean Connery spielt hier Agamemnon und kommt dann nochmal am Ende als Feuerwehrmann. Und der hat ja mit dem Kevin in dieser Agamemnon-Phase durchaus so eine väterliche Beziehung aufgebaut. Und ich dachte halt, als dann die Eltern explodieren, okay, dann nimmt der Feuerwehrmann jetzt sich den Kleinen mit. Nee, der Feuerwehrmann zwinkert ihm zu und fährt weg. Und dann ist Kevin komplett alleine. Ja, da war ich auch ein bisschen überrascht, als die in die Luft fliegen. Kommt Kevin allein zu Hause. Ja, genau. Ich dachte nur bei der Szene, das fand ich nämlich ganz schön, weil irgendwie du ja schon vorher gemeint hast, man weiß nicht, ob es Traum ist oder nicht. Und das fand ich dann nämlich ganz schön, das war so eine Anspielung, so eventuell war das halt wirklich nur eine übersprudelnde Fantasie und diese Leute, die da aufgetreten sind, die kennt er aus der Realität und diese ganzen, mir fällt jetzt da kein Beispiel ein, aber es gibt ja öfter in Filmen, wo sich halt Leute ihre Traumwelt einbilden mit Leuten, die sie aus der Realität kennen. Mhm, und mit der Szene hier dachte ich dann das halt. Das hatte so eine Anspielung da. Das fand ja, sowas halt wie der Zauberer von Oz, ne? Zum Beispiel. Ja. Ja. Aber das, ich finde, also für mich war das relativ klar, das ist kein Traum. Ja. Mhm. Und das Ende, also ich fand es irgendwie toll, dieses, ich nenne es mal offene Ende, wobei, ja. Und man kann natürlich schon irgendwie argumentieren, ja, der Feuerwehrmann wird sich wahrscheinlich um ihn kümmern. Aber de facto endet der Film einfach, dass Kevin ohne jetzt Eltern Weise ist. Weise ist und in dieses komplett zerstörte Haus zurückkehrt. Punkt.
Das fand ich aber super eigentlich, weil ich fand's auch super, gesagt, aber es, der Film ist so ein bisschen, also der ist eigentlich ein klassischer Kinderfilm, irgendwie dieses Abenteuer-Fantasy-Gedöns und durch die Zeitenreise und so. Aber ich mochte das halt bei dem Film, dass der dann eben der Humor ist teilweise, finde ich, nicht für Kinder und dann gibt's halt auch so ein bisschen gruseligere Szenen, die man auch aus Kinderfilmen kennt oder so, aber ich fand das so ein bisschen so ein Fuck you, ich mache jetzt kein so ein kitschiges Happy End, sondern ich mache jetzt das, was so mir entspricht, also Terry Gilliam jetzt halt irgendwie, und ich mache jetzt nicht das, was man aus Hollywood kennt, so ungefähr. Das fand ich schon gut. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass man diese Art von Film heutzutage nicht mehr machen könnte. Hollywood, nicht nur in Hollywood, sondern auch überall anders. Ich glaube, da hätten mindestens 3 Produzenten und mindestens ein Verleihboss dir gesagt, ey, sorry, aber es kann es nicht bringen. Ja, ich meine, keine Ahnung. Ich stelle mir einfach auch die Frage, wie war das für mich als Kind damals? Hm. Weißt du, ich glaube, das wäre bei euch ähnlich gewesen, dass ihr mit dem Film einfach auch keine Probleme irgendwie gehabt hättet. Schau das so andere Kinderfilme an, wie oder Abenteuerfilme wie, keine Ahnung, was haben wir noch, die Goonies oder selbst die Unendliche Geschichte, die haben ja sehr, sehr tragische Momente, die haben jetzt vielleicht beide nicht so diesen humoristischen Aspekt und vielleicht auch nicht diesen Erwachsenenanteil, finde ich. Also die sind schon sehr viel klarer Kinderfilm. Für mich ist Time Bandits ganz klar ein Erwachsenenfilm, aber einer, den man als Kind auch gut anschauen kann, weil er halt einfach so fantasievoll ist. Ja, ich glaube auch, dass man dann so ein paar Sachen, die man als Erwachsener schlimm findet, dann eventuell halt auch ausblendet. Ich musste jetzt gerade, den habe ich aber auch nicht wirklich auf dem Schirm, aber ein bisschen an Momo denken oder so, weißt du, ja, mit diesen genau. Grauen Leuten und sowas in die Richtung. Den muss ich mal wieder schauen, hey. Ich glaube, da gibt es auch echt viele Sachen, wo du als Erwachsener denkst, hey, das ist heftig oder so. Aber du als Kind hast halt einen Fokus auf anderen lustigen Sachen und so. Dann checkst du es halt auch nicht ganz, aber ja. Oh. Aber Time Bandits ist auf jeden Fall was ich definitiv empfehlen kann. Und ich glaube, dass der auch nie so wirklich alt wird. Ja, der ist halt auch nicht oberflächlich, sondern halt auch schlau. Auch wenn, wie gesagt, man ihn schauen kann, als Kind, ohne jetzt, sagen wir mal, diese Anspielungen auf Konsumkritik oder sowas zu verstehen, ist ja egal. Aber trotzdem, den kann man als Erwachsener super schauen. Und diese Konsumkritik und solche Sachen sind jetzt nicht ganz so stark oder Systemkritik wie jetzt in Brasil oder so. Aber trotzdem, da sind schon Gags halt auch so drin, die du als Kind wahrscheinlich nicht checkst. Ich habe jetzt da gar kein Beispiel mehr irgendwie, aber trotzdem, da sind schon echt gute Sachen. Naja, ich meine, du hast sicherlich diese Anspielungen, die praktisch wie hießen sie, Pansy und Vincent, also von Shelley Duvall und Michael Palin, die da immer wieder vorkommen, die halt wegen irgendeinem Problem von ihm dann nicht miteinander Sex haben können oder sich heiraten können. Und vielleicht sind das so Dinge, die man als No Sex and No Play make Vincent a dull boy. Ja, so in etwa. Und vergiss nicht den Oger, Schnuckelchen. Ach ja, ist also schön. Ja, für mich die ikonischste Szene ist eh die mit dem Riesen, der aus dem Wasser steigt. Ja, das ist einfach so, also das ist ja auch krass bei diesen Filmen von dem Typen. Ich habe jetzt hier gerade mal gegoogelt, Budget waren 5 Millionen Dollar. Wir hatten gerade einen Trailer geschaut zu einem Film, der auch 5 Millionen Dollar gekostet hat. Ja, aber inflationsbedingt. Ja, okay. Aber trotzdem, egal, was du dir für einen Terry Gilliam anschaust, du bist halt echt immer so krass geflasht. Das war wie, wo wir Metropolis geschaut haben. Ich meine, der hat aber viel mehr gekostet natürlich, aber trotzdem für begrenzte Möglichkeiten, ohne CGI, ohne den ganzen Scheißdreck, erstens diese Kreativität. Aber die Umsetzung ist halt auch immer krass. Also die Kostüme, die Sets, das ist einfach nur Wahnsinn. Also ich glaube ganz ehrlich, dass Terry Gilliam ein Regisseur ist, der zwar sehr penibel ist, und ich glaube, dass der ganz genau einen Fahrplan hat, wie er es irgendwie machen will. Aber ich glaube, es macht unglaublich Spaß, unter ihm zu arbeiten. Es ist halt noch so ein Regisseur der Haptik, würde ich sagen. Ja. Also der hat natürlich in seinen späteren Filmen auch CGI genutzt, aber alleine die Szene, wenn die Zwerge vor dem oberen Wesen zu Beginn weglaufen, vor diesem Gesicht, und sie schieben die Wand immer weiter weg, ist einfach unglaublich schön gemacht, finde ich. Ja, das hat so was Theatermäßiges und irgendwie auch so was, ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie auch mal hatte, so Stop-Motion-mäßig, so Puppenspiel, keine Ahnung, was gearbeitet hat. Dass ja, halt der irgendwie hat bei den Flying Circus hat er alle Animationen gemacht und die waren genau, ja alle, das merkt man. Die hat er ja alle ausgeschnitten, sozusagen. Also das war, es war tatsächlich, ist er eigentlich ein Stop-Motion Künstler, wenn man es so will. Okay, ja, das macht Sinn, wusste ich nicht, aber irgendwie sieht man das halt auch, zum Beispiel, dass du sie ja mit so kreativen Kniffs halt, mit diesem Riesen, das ist, keine Ahnung,
total billig wahrscheinlich gemacht halt irgendwie, aber wie das geschnitten ist und wie das mit dem Sounddesign, mit den Kameraeinstellungen, einfach aus den einfachsten Mitteln, aber trotzdem so effektiv, weil das wirkt so mächtig, aber die haben wahrscheinlich einfach nur einen riesen Typen gesucht und dann haben sie ihn von unten gefilmt, einfach krasse Sounds drunter gelegt und dann hast du einfach das Gefühl, diese Überwältigung, obwohl das wahrscheinlich relativ billig gedreht war, aber der hat es einfach drauf für solche Sachen. Mhm. Eine Frage, wollen wir zum Film mal ein Fazit fällen und dann uns mal das kleine Special anhören und dann ja, eventuell klar. Nach dem Spot nochmal kurz so ein bisschen drüber reden, wie denn das Spiel aussehen würde? Gerne. Ja? Gerne. Ja. Dann habe ich jetzt hier die große Freude, anzukündigen zu dürfen, dass der Telehorst sich wieder die goldene Stimme der lieben Hanna gesichert hat. Denn wir haben für unsere Spiele kleine Werbespots geschrieben und die Hanna hat sie eingesprochen. Und wir werden jetzt hören den Werbespot zu Time Bandits. Danke, Hanna. Ehrenhorst bist du ja schon. Deswegen bist du jetzt Ehrenhorst Premium. So. Blätterteig, Ehrenhorst. Gut, dann würde ich sagen, Dobby, hier ist auf Play. Ja? Was muss ich machen? Muss ich auf die Seite gehen, oder? Du musst einfach nur zuhören. Okay. Okay, dann geht's jetzt los. Zeitbanditen, das neue Spiel von Cerberus Games. Ein kooperatives Abenteuer für bis zu 8 Spieler. Du hast mit deinen Freunden die Zeitkarte von Gott geklaut. Gott ist nicht tot. Gott ist böse und jetzt habt ihr auch noch Satan an der Backe und die Zeit läuft und überhaupt. Das beschissenste Brettspiel aller Zeiten kommt jetzt zum Weihnachtsfest auf den Markt. Zeitbanditen. Nimm dir mit deinen Freunden ruhig mal 16 Stunden Zeit für ein Abenteuer, das ihr zur Hälfte abbrecht, weil das Spiel eh keine Regeln hat. Außer vor Gott davon zu laufen, durch die Zeit zu reisen, sich vor Satan zu verstecken, auf einem laufenden Fischkutter Riesen zu betäuben und Sean Connery mit Schinken zu verprügeln. Aber all das komplett ohne Ziel. Kommt am Ende in die Kammer des Wahnsinns und Satan nimmt euch auf eine Karussellfahrt mit. Dauert noch mal ein paar Stunden. Zeitbanditen, das neue Spiel für die halbe Familie. Denn die Älteren würden währenddessen sterben. Kaufen Sie jetzt in Ihrem WDS-Spielwarenmarkt für nur 149,90 Mark. Ja, ich werde mir dieses Spiel aber nicht kaufen. Das ist mir auch so teuer, glaube ich. Es ist ganz so viel geboten drin. Bis zu 8 Spielern hast du gesagt, gell? Ja, kooperativ. Also das ist tatsächlich ist das ein Spiel, da würde ich sagen, da spielt man gegen das Spiel. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da aus Time Bandits ein Spiel macht, aber die Spiellänge von 16 Stunden streckt mich ein bisschen ab. Ich habe noch einen schönen Sidefact gehört in so einem Interview mit Terry Gilliam oder irgendeine Special über diesen Film, weil ich jetzt gerade über diese 8 gestolpert bin, weil es sind ja nur 6 in Anführungszeichen Zwerge, gell? Mhm. Und der kleine Junge, deswegen wusste ich nicht, aber ist ja auch egal. Aber ich fand es spannend, dass die in dem Drehbuch waren es eigentlich 7 von den Time Bandits, aber sie haben aus Gründen wegen Rechtsstreitängsten, dass sie Stress kriegen mit Disney und den 7 Zwergen haben sie dann einen rausgeschnitten. Und da gibt's doch diese Szene, da reden sie doch dem einen, dass der eine Typ gestorben wäre oder so, gell? Ja. Und sie haben halt ohne Scheiß aus Angst vor Disney haben sie nicht 7 Zwerge, wie gesagt, in Anführungszeichen, sondern nur 6 reingetan. Total krass, ey. Ach, das ist herrlich. Ja. So. Ja. Ja, aber dieses Spielklang irgendwie, also, wie ist es jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe mir das jetzt irgendwie so vorgestellt, du hast das Spielbrett, ist so diese Zeitkarte, die ist ja relativ ikonisch. Oh ja, stimmt. Hm. Hat und ein gutes Design, gell? Ja, ja, und da tun sich dann in jeder Spielrunde an anderen Orten Löchern auf. Und du musst einfach schauen, dass du miteinander, da hat halt jeder Mitspieler, jeder Zwerg hat halt so Spezialeigenschaften. Der eine kann halt immer die doppelte Anzahl an Feldern gehen, der dritte kann das und das, keine Ahnung. Die haben halt verschiedene Eigenschaften und miteinander muss man dann immer versuchen, diese Zeitlöcher zum richtigen Zeitpunkt alle miteinander zu erreichen. Und dann ist das Spielfeld, also das Spiel selbst ist halt jede Runde, es gibt einen Gott, der einen verfolgt und einen Satan, der einen verfolgt. Und die werfen einem halt dann mehr oder weniger so, stellst du vor, wie Aktionskarten so in den Weg, dass halt dann immer irgendwelche komischen Sachen passieren, die dich daran hindern, dass du mehr oder weniger zu diesem Zeitloch kommst. Und dann am Ende sind entweder alle tot oder du hast unglaublich viel Kohle. Ah, das klingt gut. Also immer wenn du dann ein Zeitloch erwischst, dann kannst du sozusagen so ein Coup durchführen und kriegst dann irgendwie
Genau. Da öffnet sich dann ein Zeitloch bei, keine Ahnung, Napoleon oder bei halt irgendwelchen anderen geschichtlichen Ereignissen. Ah, und der Teufel und der Gott, die werden auch von Leuten gespielt und die müssen dann sozusagen die Leute halt einfangen. Das gibt, was ist entweder, das für ein Spiel? Es gibt ja die Option, wie bei Scotland Yard beispielsweise, entweder spielt's halt das Spiel selbst, dass es da so einen Automatismus gibt, oder deswegen für 8 Mitspieler, weil Gott und Satan natürlich auch von irgendwelchen Spielern gespielt werden können. Ah, das finde ich sehr schön. Und es klingt auch relativ dynamisch auf dem Spielfeld, das mit den Zeitlöchern, dass die an verschiedenen Dingern und so. Sehr cool. Ne? Ich möchte hier anmerken, falls die Herren und Damen von Durstexpress an uns kein Interesse haben, vielleicht haben die Damen und Herren in Ravensburger ja Interesse. Ja, Mensch, ey, ich habe so viel gute Ravensburger Spiele daheim. Weißt du, was ich echt gern mag? Exit the Game. Exit Games für den heimischen Spiel-Dingsbums ist gut, super für Freunde und wenn man soziale Kontakte noch hat. Und ja, Ravensburger, saugut. Ich bin ja dafür, dass die Durstexpress-Leute aber ganz unter Druck. Ich bin ja dafür, dass wir eines Tages so ein Reverse-Memory-Spiel bringen. Ja, alle Karten sind aufgedeckt und man muss dann die richtigen Paare wieder zudecken. Ja, das können wir dann spielen, wenn, ja, wenn wir dann im Heim sind. Ja. Punkte. Ach Gott, wir müssen immer Punkte verteilen. Ah. Ja, ich finde den halt einfach geil. Punkt. Was soll ich ihm jetzt geben? 4,5, 5? Irgendwie sowas. Also, Leute, ich bin dafür, eine Revolution anzustarren. Ich bin dafür, dass wir durchaus nochmal so ein Fazit fällen, mit kurz 1-2 Wörtern sagen, wie wir den Film fanden. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt keine Punkte mehr vergeben. Weil ich finde Punkte eigentlich auch ziemlich doof. Ja. Ah, ja. Ich würde das schon durchziehen, dass wir dann irgendwann. Du darfst auch Punkte, wenn du dich einfacher mit Punkten aus. Aber bei dem Film fühlt es sich für mich nicht gut an zu sagen, der hat jetzt 4 von 5. Weil der hat manchmal 5 von 5 und manchmal hat er für mich 6 von 5. Ja, ich weiß schon. Also ich finde. Ich dachte nur, dass man das dann irgendwie später mal so ein bisschen ab. Dann kann man mal so eine richtige Abrechnung machen und dann können wir sagen, hey, Boondock Saints ist der schlechteste Film, den wir gesprochen haben. Und wir haben bestimmt dann irgendwann am Ende ein paar Filme, die 3 Fünfer haben, 3 Vierer oder so, da überschneidet sich's. Aber trotzdem, so. Ich will Ordnung hier, okay? Okay. Ich gebe Time Bandits 4,5 Punkte. Punkt. Okay. Ja, ich auch. Ich gebe nur 4, obwohl sich das wahrscheinlich noch oben steigern wird, weil ich irgendwie anfangs. Du bist immer der Spielverderber, weißt du? Warum? Nö, es ist halt einfach nur, der fällt halt, also ich mag halt zum Beispiel Brasilien mehr, weil das mich mehr anspricht und ich fand den Film super. Ich fand ihn, ich würde mir jetzt aber nicht sofort wieder anschauen, weil das reicht mir jetzt erstmal für 1-2 Jahre, aber trotzdem ist der Film super. Aber ich, du bist doch bestimmt so einer der Typen, die dann irgendwie beim Spielabend sagen, nee, das zählt nicht, der brennt, der Würfel, der ist auf der Kante. Der brennt? Kennt ihr das nicht? Doch, das kenne ich schon. Den Begriff kenne ich echt nicht. Der also bei uns, also im Rheinland, also zumindest in meiner Familie, wenn man halt würfelt und der Würfel ist auf dem Spielbrett, ob so auf der Kante, dann heißt es, der brennt. Das heißt, der Wurf gilt nicht. Das muss auch nochmal würfeln. Ja, das heißt bei uns einfach nur gilt nicht. Aber sagt der Pragmatismus von Hanseaten ist halt so. Wie Hanseaten? Sagt, ich fand den Einstieg ein bisschen holprig. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam. Ich fand die Anfangsszene in der realen Welt sehr cool. Dann fand ich diesen Einstieg. Die Nonchalant, an der einfach weitermacht. Time-Treffer-Geschichte. Niedergeschrieben. Napoleon und so. Das fand ich alles ein bisschen holprig am Anfang. Aber dann wurde es halt durch die Kreativität und diese anderen Sets. Ich fand halt diese Napoleon-Story am Anfang jetzt nicht so gut. Und irgendwie jetzt an diese Shelley Duvall-Story konnte ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern so richtig. Aber trotzdem großartig. Aber hey, was hat okay. Ich würde sagen 4. Passt schon. Okay. Ja, wir haben irgendwie eine Reihenfolge, die habe ich aber schon wieder vergessen. Ja, ich bin dran. Du bist dran. Ich habe euch mitgebracht einen Film aus dem Jahre 1973, Das große Fressen. Ein Film, der damals ein echter Skandal war. Was ich schon verstehen kann, wenn man bedenkt, aus welchem Jahrzehnt der Film ist und was in diesem Film passiert. Und es geht um 4 Freunde, alle so um die 50, alle durchaus vermögend, die sich in einer großen Villa treffen, um, das erfährt man dann später, sich zu Tode zu fressen. Und Spoiler, es gelingt ihnen. Und dazu kommen noch ein paar Prostituierte und eine Lehrerin, die
Das ist immer klingt. Panutten und eine Lehre. Ja, ist halt so. Oh, ja, und das ist halt das große Fressen. Und ja, warum habe ich diesen Film benutzt? Ja, genau, ich habe ihn benutzt. Für was benutzt du diesen Film? Nein, ich dachte mir halt einfach, man kann daraus ein relativ simples Spiel stricken, nämlich man muss halt einfach so viel fressen, bis man stirbt. Also man muss halt. Spiel für die ganze Familie, oder? Ja. Ja. Wollen wir dieses Konzept hier so ein bisschen aufbrechen? Wollen wir den Werbespot vielleicht am Anfang jetzt? Oder wir können es auch wieder am Schluss machen. Ich dachte, weil du jetzt gerade aufs Spiel eingehst, könnten wir den Werbespot gleich hören, dass ich weiß, was du meinst. Das war mein Fehler. Aber dann lass uns lieber erst über den Film reden. Ach so. Weil ich da sehr gespannt bin, was ihr zu dem Film sagt. Denn ich habe ihn das erste Mal gesehen vor vielen Jahren, nachts auf Vox, wo er auch so ein bisschen beworben wurde mit, der Skandalfilm endlich im deutschen Fernsehen. Und ich weiß noch, dass der mich damals nicht verstört hat. Da war ich auch, glaube ich, noch zu alt für. Aber durchaus Eindruck hinterlassen hat. Und dann habe ich ihn halt vor ein paar Wochen, als er dann auf Amazon Prime kurz verfügbar war, nochmal gesehen und konnte ihn nicht mehr so richtig einordnen. Und bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt Sachen, die finde ich immer noch famos. Es gibt Sachen, wo ich sage, gerade aus der heutigen Sicht, die finde ich eher albern und ein bisschen seltsam. Ich bin so hin und her gerissen und ich hoffe einfach auf meine beiden Horst-Kollegen, dass sie mir helfen können, jetzt ein neues Urteil über diesen Film zu fällen. Max, bevor du auf den Film weiter eingehst, will ich hier noch einen kurzen Rant ablassen, weil wir haben ja vorher schon über die Konkurrenz von Durst Express mal kurz eingeschlagen, die wir zwar nicht namentlich genannt haben, aber trotzdem, auf Amazon Prime gab es den wohl anscheinend irgendwann mal. Ja. Was meinst du, was ich für ein Stress da, den scheiß Film zu finden? Weil den gab es halt nirgends. Da gab es nichts, nirgendwo. Netflix nicht, Amazon Prime nicht mehr irgendwie. Ich habe den nicht mal illegal irgendwo streamen können. Dann habe ich irgendwo gesehen, Magenta Plus, oder wie die Kacke heißt, Magenta TV. Ohne Scheiß. Ich habe mir jetzt nicht immer auf Mubi, da gab es den ja aber als irgendwie auch gerade nicht mehr. Und jetzt habe ich mir ohne Scheiß dieses Probeabo von Magenta TV geholt. Und es ist wirklich die größte Scheiße. Ich habe gesehen, den gibt's da. Dann habe ich mir dieses Probeabo, das war schon kompliziert, dieses Probeabo abzuschließen. Dann dachte ich schon, seid ihr eigentlich blöd, das muss doch einfach gehen. Das war schon irgendwie kompliziert. Und dann habe ich aber echt noch, ich habe glaube ich 3 Tage gebraucht, um diesen Film dann wieder zu finden. Weil die einen dann, wenn du dich da einloggst, dann landet man erstmal nicht auf Magenta TV, sondern auf irgendeiner Magenta Bullshit-Seite, wo ich noch irgendwelche Mobilfunkverträge abschließen kann und so, also auf dieser Telekom-Seite halt einfach nur, bis ich dann Magenta TV wiedergefunden habe. Und dann gab es da keine gescheite Suche, die funktioniert. Ende der Geschichte ist Andi hat das große Fressen gesehen und hat einen neuen Mobilfunkvertrag. Genau, nein, ich habe den Film nicht gesehen. Und dann ist die Suche so beschissen, ich musste mir echt durch die Genres klicken, um den Film in dem Kack unten zu finden, weil die Suche nicht funktioniert hat. Ich habe oben also, das große Fressen eingegeben, dann kam, dazu können wir nichts finden, aber wir sind Mobilfing. Fuck you! Ey, Alter, mich hat das so aufgeregt. Soll ich da Filme schauen oder soll ich irgendwie Telekom-Kunde werden? Ohne Scheiß, bis man dann einen Film schauen kann, musst du echt keine Ahnung, eine Seele verkaufen dreimal oder so. Also wie gesagt, ich muss mich wirklich entschuldigen, weil ich habe ihn vor gar nicht so langer Zeit, vielleicht 4-5 Wochen, nochmal gesehen und da war er auf Amazon Prime in der Flatrate verfügbar. Und ich dachte eigentlich, der ist auch noch da, weil ich ihn wirklich geguckt habe, als er da auch neu erschienen ist. Aber anscheinend hat sich die Telekom gesagt, so, das große Fressen passt doch Film zu unseren neuen Mobilfunkverträgen. Und dachte schon, okay, mit dem Kack komme ich eh nicht klar, ich will jetzt kündigen. Habe ich an diese Bestätigungsmail halt einfach zurückgeschrieben, irgendwie, hey Leute, lasst mich in Ruhe, ich kündige den Scheiß sofort wieder. Kam nichts zurück. Dann habe ich an 3 verschiedene E-Mail-Adressen mittlerweile einmal ein bisschen frech, einmal so ein bisschen Dings und dann habe ich noch gegoogelt, hey, wie kündigt man den Scheiß? Dann hieß es so, ja, hier musst du dir ein Formular runterladen, das ausfüllen und so. Jetzt habe ich 4 E-Mails geschrieben, dass ich den Scheiß kündigen will. Ich habe noch keine Antwort gekriegt. Wow, bitte erzähl mir sowas nicht, ich habe das auch noch vor mir. Solche Wichser, ey. Es ist ja bei mir genau das Gleiche. Eigentlich wollte ich genau dasselbe, das, was Andi sagt. Das ist genau der Satz, den ich jetzt sage. Das, was Andi sagt. Ey. Die Telekom Magenta TV ist die letzte, übelste Scheiße, die ich bei Streaming je erlebt habe. Und ich habe schon Abos bei Maxdome gehabt. Das ist...
Ich weiß das noch, das können nur noch, also ich habe einen Vodafone-Vertrag und da wollte ich auch schon mal, ich habe so eine Kombi-SIM-Karte mir aufschwatzen lassen aus irgendeinem Scheißgrund, die werde ich seit 2 Jahren nicht los. Wenn Vodafone noch einen Streaming-Dienst aufmachen würden, das könnte das noch toppen. Ja, aber Vodafone hat 100%ig einen Streaming-Dienst oder irgendwas eingekauft. Bei Freenet-TV, ich glaube, das ist vielleicht mit Mobilcom, Debitel, keine Ahnung. Aber Magenta-TV ist tatsächlich für mich der Grund, warum viele deutsche Projekte, was Streaming angeht, überhaupt. Schaut mal sowas an. Premiere, Sky, ist alles scheiße. Magenta TV ist scheiße, weil Deutsche einfach nicht wissen, wie man so ein Entertainment-Dingsbums macht. Da muss man sich wie bei Netflix einfach E-Mail-Adresse ankündigen und dann rein und dann ist man drin. Dann kriegt man eine Bestätigungs-E-Mail, bestätigen, bla bla bla. Bei Magenta war das jetzt echt eine Hölle. Ich habe vor allem, Magenta kann man mit Firefox gar nicht nutzen. Da musste ich den Edge oder, was sie auch noch empfohlen haben, den Internet Explorer, der wird bei Microsoft gar nicht mehr mitgeliefert. Der wird da empfohlen. Das ist... Ich möchte gerne meinen Film zurückziehen und dafür, also dafür das Spiel machen, einloggen bei Magenta TV. Ich habe das schon auf Firefox benutzt, aber die größte Scheiße, weil wirklich, ich habe irgendwo gesehen, okay, den Film gibt's da wohl. Und ja. Bestellst du das Scheißding, dann loggst du dich da ein, dann ist irgendwann mal die Seite abgestürzt, dann stand irgendwie, dieser Dienst ist nicht verfügbar, dann musst du es wieder ausmachen, wieder einloggen und so. Und dann kam ich halt ums Verrecken nicht zu diesem Magenta TV, sondern gab es dieses Magenta Plus, Magenta Bullshit, Magenta Schieß mich tot, ja. Magenta, keine Ahnung was, aber wo war dieses Magenta Plus? Und dann bist du mal irgendwo, hier, Angebot Filme. Und dann gehe ich zur Suche, gebe da das große Fressen ein, dann kommt, ja, dazu haben wir nichts gefunden, meinen Sie der große Super-Telekom-Vertrag? Also, nein, ich meine den Film. Alter, ich will einen Film schauen und nicht euren scheiß Dienst nutzen. Fick dich ins Knie. Und dann bist du immer von der Filmseite. Ey, das war wirklich die Hölle. Scheißdreck. Also von Magenta TV wollen wir nicht gesponsert werden. Punkt. Ja. Ich glaube, das haben wir uns eh verscherzt jetzt gerade. Aber wir würden natürlich gerne für Magenta TV auch als Produkttester arbeiten, damit wir einfach mal das User Interface verbessern. Wir sind ja die Kunden, die ihr wollt, sind ja wir. Ich, Andi, Stu, wir sind ja diejenigen, die die Scheiße bedienen können. Aber wenn wir das nicht können, wer soll's dann können? Ja, eben, ich würde mich jetzt auch nicht als Vollidioten, was so digitale Bullshit-Computerkacke angeht und so. Ich meine, meine Mutter, die könnte das, da geht das schon los, hey. Also wirklich, egal, ich bin still. Sorry. Okay, das große Fressen. Das ist ein Film. irgendwas mit Suizid. Ja, es tut mir leid, aber ihr habt mich ein wenig aus dem Konzept gebracht, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir leid, ich wollte das doch nicht. Nein, aber du hast ja gefragt, du hast ja gemeint, meine Horst-Kollegen sollen jetzt, weil du bist dir so unschlüssig, was den Film angeht, gell? Ja. Ich mag solche Filme, wo du, die sind schwierig zum Schauen, du merkst aber relativ schnell, dass es jetzt die Handlung nicht so im Vordergrund steht und ich meine, dass dieser satirische Aspekt da irgendwie so ein bisschen über der Handlung steht. Also ich meine zum Beispiel, ich habe ein bisschen an Mann beißt Hund gedacht auch und so. Das sind so provokative Filme, die, wenn man sie so schaut und jetzt nicht drüber nachdenkt, was die Idee dahinter war, dass man sich denkt, okay, der Film ist einfach nur eklig und krass oder so, aber dadurch, dass er auch so alt ist, also bei Mann beißt Hund zum Beispiel, der ist ja eigentlich auch einfach nur heftig erstmal. Aber andererseits ist der auch relativ prophetisch und genial, weil der halt viel vorwegnimmt und so. Und ich habe mir bei dem Film oft gedacht, dass der zurzeit auch sehr aktuell ist, was so auch so diese, wie, ich kenne mich in diesen Generationen nicht aus, es gibt doch immer 1000 Artikel über die Generation Y oder sowas oder Generation X oder so. Diese Leute, die halt einfach, denen geht's zu gut, die wissen nicht, was sie machen sollen und aus lauter Planlosigkeit und Ziellosigkeit fressen sich halt so Tode. Also das fand ich total aktuell irgendwie, weil du die ganze Zeit so Zeitungsartikel liest, wo es darum geht, so ja, diese Generation ohne Ziele, denen geht so gut. Das ist genau dieser Film, ey. Und was halt auch interessant ist, dass die Hauptdarsteller, also zum Beispiel Marcello Mastroianni heißt im Film Marcello, Ugo Tonacci heißt Ugo. Das wird halt da auch komplett durchgeführt. Also da steckt schon eine Aussage hinter. Es ist jetzt kein Film, der nur da ist, um zu schocken. Das auf gar keinen Fall. Nö. Aber es gibt halt so ein paar Momente, also zum Beispiel die eine Szene, wenn der Marcello da an seinem Auto schraubt, dann kommt halt diese
Prostituierte und dann wird der armen Dame mal einfach irgendein Gerät vom Motor halt eingeführt. Ja, aber ich finde, solche Filme kannst du auch nicht braver machen. Also die müssen schon wehtun irgendwie. Und das ist es halt gerade. Ja. Es tat mir halt nicht weh. Ich fand das, also es natürlich war es jetzt, ich habe angenehmere Sachen gesehen. Und der Film ist, also das muss man auch mal sagen, 73 war das wahrscheinlich der Skandalfilm schlechthin. Mittlerweile kannst du darüber auch nur grob lachen, was da passiert. Auch wie der Film halt Fäkalien inszeniert, ne? Also ich habe einige Zeit in der Pflege gearbeitet. Also ganz ehrlich, da habe ich schlimmere Sachen gesehen, ne? Will ich ehrlich sein. Aber irgendwie, ich finde ihn zum einen großartig, zum anderen lässt er mich aber auch sehr kalt. Ich finde aber diese provokativen Sachen, ich finde das aber auch ganz spannend, weil ich glaube heutzutage, was gibt's da für shocking Sachen? Also ich meine, das, was Brutalität und so angeht, aber ich meine jetzt so, was diesen total planlosen und beiläufigen Sex da die ganze Zeit angeht und dieses Rumgefurze und Rumgekotze und so. Ich meine, das siehst du heutzutage auch nicht, außer vielleicht irgendwie in einem Lars von Trier-Film oder das sind halt auch so Skandalleute oder so, aber mir fällt jetzt kein Film ein, der so shocking sein soll, wo jetzt nicht halt dann eben was mit Brutalität, weil der Film, da passieren ja keine brutalen Sachen, sondern eher eklige Sachen und aber auch, also der Film Sexsachen sind ja auch nicht eklig, aber der Film an irgendwie sich schon. Der Film an sich ist, glaube ich, brutal, weil sie es halt komplett durchziehen. Es gibt ja wirklich kaum einen Moment, gar keinen Moment, wo sie es in Frage stellt. Für die ist klar, okay, wir haben keinen Bock mehr drauf, wir fressen uns jetzt zu Tode. Ich finde es aber auch viel ekliger oder viel, viel schockierender, wenn du halt solche Sachen dann zeigst. Irgendwie. Ich muss jetzt an hier, wie heißt der Film? Der Goldene Handschuh denken zum Beispiel. Aber der ist halt noch viel, der ist halt so shocking, weil da geht's um einen Killer und das ist natürlich brutal und eklig, wenn der diese komische Bratwurst von hinten reinschiebt und so, das siehst du jetzt natürlich auch nicht. Aber in dem Film ist es halt noch viel beiläufiger und dadurch halt irgendwie auch noch ekliger, finde ich, weil wie dann diese komische Lehrerin das rumgereicht wird und dann halt immer die ganze Zeit mit dem einen Typen im Garten, mit dem nächsten Typen im Bett und dann irgendwie, oh Gott, auch noch mit dem schläft, während er sich dann irgendwie so die Seele aus dem Leib furzt und so. Also es ist so absurd und ekelhaft. Ich habe selten so einen ekelhaften Film gesehen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Fäkalgeschichten und Kotzgeschichten und überhaupt dieses Fressen an sich, was ja im Titel drin ist, nicht vielleicht für die Gesellschaftskritik, die der Film ja definitiv liefern will, eher kontraproduktiv ist. Also es gibt definitiv Figuren wie den Marcello, den Piloten, der sexbesessen ist, der ist ein absoluter Widerling und der wird auch perfekt so als solcher dargestellt, dass man ihn am liebsten nach der Hälfte der Spielzeit sich wünschen wird, dass er sich totfressen wird, weil der tut den Menschen nichts Gutes an, der wenn da, keine Ahnung, wenn man sich vorstellt, dass der 55 Jahre seines Lebens so unterwegs war, dann ist es einfach ein Satan, das Böse auf Erden, würde ich jetzt sagen. Also der behandelt halt Menschen echt unglaublich schlecht. Das tun die anderen drei jetzt nicht. Du hast dann so ein bisschen das verschüchterte Muttersöhnchen. Wo auch sehr deutlich kommt, dass da vielleicht ein bisschen mehr als nur Mutter, wobei ist es seine Mutter? Ui, da, ja. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Diese Haushälterin. Ja. Es ist, glaube ich, so ein ehemaliges Kindermädchen, schätze ich mal. Hey, das aber kurz bevor ich dich unterbreche, ich unterbreche dich jetzt mal. aber man hat ja diese Vorgeschichte noch mit dem Koch, der seine Messer mitnimmt und so. Und dieser andere Typ mit den Locken, der so ein Fernsehproduzent ist, glaube ich, der sich dann, das ist ja eigentlich auch total, deswegen ich habe dann den Film nochmal so ein bisschen in Teilen geschaut, weil ich immer eingeschlafen bin, weil ich so spät geschaut habe, nicht weil er so langweilig war. Und weil du einfach unglaublich viel Spaß hast, dich mit Magenta TV anzusehen. Genau, weil hier Magenta TV immer abgestürzt ist. Nein, das ist nicht, aber trotzdem habe ich dann nochmal die Szene gesehen, wo er dann nochmal zu seiner Tochter sagt, so, ja, du, ich sehe dich ja so selten. Also er verabschiedet sich ja mehr oder weniger von seiner Tochter. Das ist echt voll dramatisch. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht an die Szene erinnern oder an eine Szene, wo dieser Marcello, dieser Pilotentyp, dieser Chauvi-Typ irgendwie, hatte der noch so eine Anführungsszene? Die steigen halt aus dem Flugzeug aus, also sie sind gelandet und er zwingt halt die Stewardessen für ihn die Sachen zu schleppen und mehr oder weniger
Ja, er ist halt ein Schofi, ein Pascha. Okay. Und ist, glaube ich, auch der Einzige, der eigentlich auch vorhat, diese Situation zu verlassen, aber dann erfriert er ja in seinem Auto. Ja. Wo ich auch bei der Erstsichtung dachte, okay, jetzt fressen die den, weil sie ja die Leiche im Kühlhaus lagen. Das dachte ich auch. Ja. Ich finde das aber echt ganz schön, dass der Film das halt irgendwie, dass das so relativ spät rauskommt, weil wo sie am Anfang irgendwie, du merkst relativ schnell, ist alles ein bisschen eklig, aber trotzdem bemühen sie sich ja noch, ich meine, der eine ist Koch und dass sie dann das immer so schön anrichten und sich da Mühe geben und so, aber trotzdem diese Szene, wo sie sich dann hinsetzen und dann während dem Essen so pornografische Fotos währenddessen schauen, da merkst du schon so, okay, das sind jetzt schon richtige dekadente Leute, die halt echt allen ihren Trieben da so freien Lauf lassen und so. Und was ich, alles schön dargestellt. Und was also, aber dass dann relativ spät erst rauskommt, dass sie sich, dass das Ziel ist, dass sie sich zu Tode fressen so wollen, weil sie ungefähr das wird ja eigentlich kein Ziel mehr haben. Nebenher so erwähnt, ja, voll gut, das fand ich super. Was ich eben auch interessant finde, zu Beginn, wenn es halt anfängt, ist diese zur Schau gestellte Dekadenz ja wirklich toll. Also das ist alles ist sehr barock. Also selbst diese Andrea, diese Lehrerin, ist ja eine sehr barocke Person. Ja. Und am Anfang hat das auch irgendwie Stil und ist oh, toll. Und wenn du das Essen siehst, denkst du auch, oh, das sieht lecker aus. Aber mit fortschreitender Handlung ist es nicht so, dass es ist eklig, ja. Aber diese Dekadenz nutzt sich auch ab. Und du, am Ende des Films denkst du dir auch so, ich kann es nicht mehr sehen. Ich möchte jetzt gerne, wenn ich was zu essen sehe, möchte ich jetzt nicht Pudding sehen, der geformt ist wie eine weibliche Brust, sondern ich möchte einfach ein Schwarzbrot mit Leberwurst sehen. So. Ey, das ist ein bisschen komisch jetzt vielleicht, aber ich habe da eine ganz lustige Geschichte dazu. Gestern war ja Kirchweih, gell? Was? Herzlichen Glückwunsch. Und Ich komme nicht aus Bayern. Kirchweih, das ist halt irgendein scheiß Feiertag, ist egal. Es gibt ja noch Bergkirchweih in Erlangen und so Dings, aber egal. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Meine Eltern, die habe ich schon lange nicht mehr besucht, da haben sie gesagt, hey, willst du nicht vorbeikommen? Die laden mich zum Essen ein, war mit der Wirtschaft, da gab es dann irgendwie so Ende und Dings und so. Und den Film habe ich kurz davor gesehen und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Weil dann gibt es da halt irgendwie so eine Vorspeise, dann gibt es diese viel zu fette Ente, die du kaum fressen kannst irgendwie und dann eine Nachspeise, obwohl du eh schon viel zu voll bist und so. Und wie gesagt, ich habe mich so an den Film zurück erinnert gefühlt, das war echt schlimm, ey. Ich hatte echt keinen Hunger mehr. Aber ich finde, dass der Film halt, der macht Sachen ganz gut und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich muss mich immer ein bisschen zurückversetzen in die, wie würde ich im Jahr 1973 drauf reagieren, wie schauen da die gesellschaftlichen Normen aus und so weiter. Man sollte vielleicht auch sagen, das ist jetzt kein Film von Filmemachern, die halt irgendwie sonst auch so sleazy Filme gemacht haben, ne? Allein die Besetzung. Ich meine, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, das waren ja damals große Namen des französischen und italienischen Kinos, ne? Ja, klar. Also, ja, und dann hast du hier, ich habe gerade mal gegoogelt, weil ich noch schauen wollte, von wann und überhaupt so ein paar Fakten hier aufgemacht. Lustig ist, wenn du das große Fressen bei Google eingibst, das erste YouTube-Video, was kommt, ist Todesfurz. Ja. Aber ganz ehrlich, ist doch in der heutigen Zeit ganz klar, dass die Szene dann als die denkwürdigste irgendwie das stimmt schon. Rauskommt. Ich meine, keine Ahnung, den Leuchtturm haben sie auch erstmal auf seine Furzwitze reduziert. Aber nee, da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich würde eigentlich einer meiner größten Kritikpunkte an diesem Film ist, für mich jetzt der heutige Max, der hier sitzt, ich fand, dass diese Sache mit dem Fressen wurde mir nicht genug so inszeniert, dass ich selbst gespürt habe, dass mir nach der Hälfte der Bauch so voll war, dass ich nicht mehr konnte. Und das habe ich die ganze Zeit erwartet, dass ich an so einen Punkt komme, an dem ich kein Essen mehr sehen kann, dass ich mich so fühle wie diese Figuren, so gefüllt und aber trotzdem nur auf dem Weg, straight, wir sind Helden, wir fressen uns jetzt zu Tode, wir machen das jetzt für uns und unsere Familien, dass wir da für den Weltfrieden uns zu Tode fressen. Das hatte ich nicht. Und ich weiß nicht, wieso. Ich weiß, wieso. Weil das Essen einfach nicht so inszeniert war, dass es mich heute irgendwie packt. Ja, das ging mir anders. Aber ich muss auch sagen, weil mir ist echt ein bisschen schlecht geworden während dem Film und so. Und
ich finde es ja auch krass, wie gesagt, aus der heutigen Sicht, was ist noch shocking, was nicht. Und viele Szenen fallen dann vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch oder so. Aber wo dieser eine Typ dann seine Riesenpastete gebaut hat und die anderen schon sagen, naja, das können wir nicht mehr. Und er sagt, nee, ich fresse es jetzt auf, weil irgendwie, ich ziehe es jetzt durch so ungefähr. Und dann, ey, Alter, ich meine, wenn man das ausspricht, diese Szene, in dem ganzen Film geht das so unter, aber ich habe mich jetzt gerade an diese Szene erinnert. Ich meine, er liegt dann da, lässt sich von dem Typen mit der Leberpastete füttern, währenddessen holt ihm die Lehrerin einen runter und währenddessen stirbt der Typ. Während ja, er sich gut, noch, das ist ja, einfach, das ist schon krass halt aber einfach, das aber ist ja, beiläufig das, einfach. Das sehe ich ja als, also das kommt dann bei mir in die Schublade, was wirklich als Schockeffekt dann auch irgendwie inszeniert oder als Provokation inszeniert werden sollte. Aber sag ich mal so, dass du der Satire an sich nochmal so einen richtigen Stempel drauf drückst, dass du sagst, das ist halt, hat mit Subtilität nichts zu tun. Ja. Das ist einfach nur, schau dir diese bürgerlichen Großverdiener irgendwie an, wie sie dann da liegen und am Ende lassen sie sich einen runterholen und füttern, als wären sie kleine Babys und scheißen sich voll und sterben dann dabei und wimmern und winseln. Weißt du, das ist halt so dieser, das ist, ich hätte es mir vielleicht unter Umständen echt ein bisschen subtiler gewünscht, dann hätte es vielleicht bei mir auch mehr so einen Schockeffekt gegeben. Ich fand aber irgendwie die Inszenierung da, die hat, das ist natürlich eine Gratwanderung. Ich fand jetzt zum Beispiel auch die Szene, wo das Klo explodiert und die Scheiße rumliegt und so, das fand ich auch ein bisschen drüber. Das hat mich so, da gab es doch diesen Film, was war das? Das ist so ein nicht Scary Movie, aber irgendwie so ein. Und dann kam Polly, oder? Nee, ich glaube, nicht eine wie keine, sondern ich glaube eine Persiflage von eine wie keine. Nicht noch ein Teenie-Film. Genau. Also. So was in die Richtung. Das finde ich ein bisschen prall und so, aber die Szene fand ich dann eben auch komisch. Ich glaube, die war in dem Film auch eher symbolisch gemeint. Ich fand jetzt aber eher so diese Szene, wo sie jemanden runterholt und dann er sich da zu Tode frisst und so, die ist ja trotzdem nicht so krass vulgär inszeniert irgendwie, weil er liegt da ja ganz friedlich, halt, du siehst ja auch nicht. Also ja, nur du darfst nicht vergessen, damals, ich glaube, damals war das ein Schocker. Ja, schon, glaub aber ich finde es heutzutage halt auch. Lars von Trier hätte da die Schwanzprothese rausgeholt. Ja, aber ich finde es halt schön, dass sie es so nicht machen. Und die wäre dann mit voll ejakuliertem Gesicht in der Close gewesen, während er stirbt. Ja, bei mir ist die Szene jetzt so im Nachhinein gerade wieder eingefallen, wo wir drüber sprechen oder so, aber ich hätte die jetzt auch nicht mehr so am Schirm, weil wenn die natürlich krasser inszeniert wäre, so Schwanz in die Kamera und voll krass und so, aber die war ja relativ friedlich, diese Szene und so, wie er dann so fast einschläft schon so. Also ich fand es jetzt nicht so drüber, wie in so einer schlechten, eben nicht noch ein Teenie-Film oder so, dass dann halt nur Zeug und so. Ich fand das also im Prinzip zurückhaltend. Im Prinzip, glaube ich, habe ich es immer so verstanden, im Prinzip geht es halt darum, dass diese vier Typen im Prinzip selbst aufgefressen werden von ihrem Narzissmus und von ihrer Dekadenz, weil sie ja anscheinend kein anderes Lebensziel mehr sehen. Ne? Wo ich mir dann auch denke, aber ihr seid doch eigentlich so vermögend oder habt zumindest so viele Talente, dass ihr ja eigentlich versuchen könntet, irgendwie was anderes zu machen. Also alleine dieser, ich glaube, Philipp ist ja der Koch. Ich meine, also top. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit seiner Kochkunst sich was Besseres anfangen kann. Ich finde das aber echt ganz spannend. Also ich habe jetzt da kein großes Beispiel oder so, aber was ich ja vorher schon angesprochen habe, das fand ich halt so cool, diese Aktualität gerade, weil du wirst die ganze Zeit vollgepackt mit so Artikeln von dieser Generation Blah, die halt irgendwie, denen es zu gut geht oder denen es gut geht, aber sie trotzdem nicht wissen, was sie machen sollen. Und das passt halt so gut auf den Film, weil ich meine, die sind erfolgreich oder so, aber sie können ja trotzdem gelangweilt sein. Ich kenne auch Leute, die geile Jobs haben, die gut bezahlt sind, die aber trotzdem sagen, pfff, also so richtig erfüllend ist es jetzt nicht. Ja, übrigens, liebe Leute von Durst Express, wir wären bereit, ein Remake zu drehen, das große Saufen. Treffen uns bei Max mehr, und saufen mehr, uns zu Tode mit plötzlicher Spezie. Das mehr als, ich habe mit zu viel Trinken und solchen Wettbewerben kurze Exkursionen. Wir sind mal auf einen Wandertag gefahren. Da war ich, glaube ich, in der 7. Klasse oder so. Und dann habe ich irgendwie im Übermut mit einem Kumpel zusammen ein Cola-Wettsaufen veranstaltet. Oh. Ende vom Lied ist, dass ich dann irgendwie 2 Liter Cola gesoffen habe, bin innerlich explodiert und habe den ganzen Bus voll gekotzt. Also, ich würde mich dann auf kohlensäurearme Getränke beschränken. Okay. Was haltet ihr davon, wenn wir mal den Film ein bisschen beiseite schieben und zum Spiel kommen? Ja, ich bin mal gespannt, aber was man dann so lass uns doch bitte vorher ein Fazit fällen
zum. Das hast du vorher schon gesagt, dann haben wir das Fazit doch erst danach gemacht. Ja, ey, fuck it. Das ist mir jetzt auch egal. Ich bin hin und her gerissen. Das ist jetzt mein Problem. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie ihr den Film fandet. Also, ich bin ehrlich, ich würde ihm eine 3,5 geben. Und ich werde mir den garantiert in meinem Leben noch ein paar Mal angucken. Denn interessant ist er auf jeden Fall. Nur jetzt bei der letzten Sichtung hatte ich irgendwie das Gefühl, da fehlt mir irgendwas. Ja, Andi, bitte. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den jetzt gleich nochmal anschauen muss oder so, aber ich wüsste jetzt auch nicht mit wem, weil es ist kein gute Laune-Film so richtig, aber ich finde den Film eigentlich trotzdem irgendwie, ja, was heißt genial, ich habe keine Ahnung, wie es damals so ausgeschaut hat, wie denn die Film gepasst hat, aber ich finde gerade, dass diese Aktualität so geil ist. Also ich finde es echt super, dass du das so krass übertragen kannst, weil auch, dann fragst du dich, warum machen die das, weil ich meine, die sind doch erfolgreich und ich dachte mir auch so, es gibt viele Leute, die vielleicht erfolgreich sind und was einen noch so eventuell an das Leben so binden könnte, wäre eventuell Familie oder so. Aber dem einen, der eine Familie hat, siehst du ja auch, dass seine Tochter sich nicht mehr für ihn interessiert, also dass die sich nicht mehr sehen und so, dass seine Frau ist ja auch weg oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall trotzdem, dass das halt auch nicht mehr ihn hält, so ungefähr. Ich fand es echt das ist so ein typischer Film. Eigentlich bin ich da nicht unbedingt der größte Fan von so Sachen, die jetzt nicht so groß Spaß machen zum Schauen, die aber auf so einer Metaebene so viel hergeben. Er muss schon auch Spaß machen zum Schauen. Und ich fand auch viele, da war der Satz mit dem Bärte abrasieren. Stimmt. Das habe ich vorher verwechselt. Egal. Da waren schon witzige Sachen drin, aber ich finde einfach diese Aussage und finde ich super. Ich gebe dem 4 von 5 Wachteln. Wachteln in Walnussaspik. Ja, mehr will ich mir jetzt aber auch nicht geben, weil ich, wie gesagt, ich finde ihn genial. Und vorher habe ich auch nur 4 gegeben. Und ich würde jetzt aber Time Bandits wahrscheinlich. Die kannst du jetzt auch nicht vergleichen, ne? Also das ist. Eben, genau. Wie gesagt, der macht mehr Spaß zum Schauen. Weil du hast recht, Time Bandits wird mir auch zu wenig gegessen, ne? Ja. Ich finde den Film genial, aber ich will ihn jetzt auch nicht sofort wieder schauen. Und der Max hat schon recht, also irgendwie. Mal die Darstellung, da kann man sich drüber streiten, kann man auch anders machen und so, aber ich fand's, wie gesagt, teilweise schön, auch wegen der Zeit, ich weiß ja nicht, wie gesagt, was damals erlaubt und nicht war und so, der war ein Skandalfilm, aber ich fand diese Szene, wie gesagt, wenn man es erzählt, okay, der Typ frisst sich an der Leberpastete zu Tode, also er wird gefüttert, zu Tode gefüttert und währenddessen holt ihn einer runter, so ungefähr, und er stirbt dann dabei, klingt viel schlimmer, als es im Film aussieht, aber trotzdem ist es krass. Und irgendwie fand ich leider das haben wir die Grabrede schon gehabt, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Naja, wurscht. Ich will jetzt nicht weiter ausschweifen. Ich gebe 4 von 5 Wachteln. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wie du. Ich würde jetzt mal 3 von 5 geben. Ich erkenne das durchaus als Meisterwerk an. Ich erkenne auch durchaus an, dass der wahrscheinlich für den ein oder anderen Skandalfilm danach Tür und Tor geöffnet hat, dass die dann überhaupt unter dem Deckmantel eines Arthouse-Films vielleicht dann irgendwie überhaupt erscheinen konnten. Ich würde mir, naja, sagen wir jetzt aus moderner Sicht, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass der ein bisschen psychologischer oder sowas auch mit den Beweggründen der einzelnen Personen ums Eck käme, warum die jetzt überhaupt den Entschluss gefasst haben, sich da zu Tode zu fressen. Die Dekadenz allein reicht mir nicht. Außer der Film wäre jetzt, keine Ahnung, ich könnte mir gut vorstellen, dass das im heutigen Zeitalter jemand wie Yorgos Lanthimos den Film vielleicht besser darstellen könnte. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein guter Kandidat für unseren Remake-Cast gewesen. Ja, also da wären sicherlich ein paar Aspekte mit drin, die man durchaus mit reinpacken könnte, aber nichtsdestotrotz, also es ist eigentlich ein Film, wo ich tatsächlich sagen würde, ein Cineast muss den auf jeden Fall gesehen haben und ich würde ihn fast auch als geschichtliches Wissen irgendwie vielleicht auch weiterempfehlen, weil es, weiß nicht, ist. Das ist aber so witzig, weil wie gesagt, ich weiß jetzt halt gerade nicht genau, was zu der Zeit wie so passiert ist und so. Ich finde halt diese Aktualität, habe ich schon öfter gesagt, so großartig. Und wie gesagt, so ein Remake wird sich anbieten. Ich habe doch diesen einen Film noch erwähnt.
den mit Thomas Jane und so, I Melt With You. Ich habe ihn ja nicht gesehen, Stu hat ihn gesehen, gell? Ja, vor langer, langer Zeit und ich fand ihn ziemlich scheiße. Ich habe auch gesehen, dass der auch ein unglaublich schlechtes 11% Rotten Tomatoes, egal, also der soll nicht gut sein. Aber trotzdem fände ich es schön, wenn man mal so einen Film übertragen würde, irgendwie in die heutige Zeit. Und wie der Max gesagt hat, halt so die Beweggründe vielleicht noch ein bisschen zeigen würde, obwohl ich es bei dem Film halt cool finde, dass du dir das halt eventuell so ein bisschen herleiten musst und das jetzt nicht so ausformuliert wird. Und ich konnte das halt. Ich mag das bei so alten Klassikern. Manche kann ich gar nichts mit anfangen. Und mit dem jetzt halt schon durch diesen aktuellen Bezug, der sich mir halt echt so auf die Nase bindet, wenn du den Spiegel oder die, weiß ich nicht, für eine Zeitung und dann gibt's tausend von diesen Artikeln. Und ich fand das echt super, diese Parallele. Mhm. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken beim Film und kommen zum Spiel. Und ja, ich habe auch einen Werbespot geschrieben, den auch bei mir die liebe Hanna eingesprochen hat. Ich hatte leider keine Zeit, Lust, also Know-how, wie ich das so schön bearbeiten kann, wie der Herr Pawlitzki und wahrscheinlich auch der Herr Rauscher. Deswegen gibt es jetzt die... Ach, vom Herrn Rauscher haben wir schon gehört, das war sehr schön. Ne? Deswegen gibt es jetzt die unbearbeitete Originalfassung und los geht's. Horst-Spiele präsentiert das große Fressen. Drei Spieler wetteifern darum, wer sich zuerst zu Tode frisst. Das ist ein mampfiger Spaß für die ganze Familie. Oh toll, du bekommst eine Bonuskarte. Hossa! Die ersten Flatulenzen deines Lebens. Wie gut, dass du dieses Ereignis mit den anwesenden Prostituierten ordentlich feiern kannst. Doch was ist das? Dein Gegenspieler hat einen Sechserpasch gewürfelt und bekommt 10 Kilo Kartoffelpüree. Na, jetzt heißt es am Ball bleiben und weiterfressen, bis der Dickdarm platzt. Das große Fressen von Horst-Spiele. Wir machen aus tollen Filmen bessere Spiele. Achtung, Spiel enthält Kleinteile, die von Kindern unter 3 Jahren verschluckt werden können. Essen und Prostituierte nicht inklusive. Ach so, das ist da mit drin. Nicht schlecht. Natürlich. Oh, das, die Schachtel will ich ja mitnehmen. Das ist dann, keine Ahnung, ich kann mir ja auch gut vorstellen, dass wir mal irgendwann von HelloFresh irgendwie gesponsert werden. Also ganz ehrlich, mittlerweile nimmt das mit den Sponsorenideen ein bisschen Überhand, oder? Aber es hat immer was mit Fressen oder Saufen zu tun. Ja. Ich habe leider die ersten 10 Sekunden nicht gehört, weil ich nicht wusste, dass ich auf den Tab gehen muss von Dings. Es lief bei mir erst ab der 10. Sekunde oder so. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also die Prostituierten waren nicht im Spielbegriff. Also Essen und Prostituierte sind nicht inklusive. Die muss man sich dazu bestellen. Und was kann dann im Spiel verschluckt werden? Die Spielfiguren? Wahrscheinlich, ja. Ach so. Das also Minzblättchen. Das Minzblättchen, genau. Oh, Monsieur. Nur noch das Minzblättchen. Nein, relativ simples Spielkonzept. Man würfelt, man kommt auf Felder und muss Ereignis oder Bonuskarten ziehen. Und dann bekommt man halt eben Essen und man bekommt, ich dachte mir, vielleicht... Ach, dann sind dann so Rezeptkarten, oder? Nee, einfach so Essen halt einfach. Und ein Stück Schweinshaxen. Ja, ich dachte mir vielleicht, dass die, man könnte es vielleicht so machen, dass die Spielfiguren hohl innen drin sind und da kann man das Essen dann reintun. Und die erste Figur, wo das Essen halt oben rüberkommt, sodass es rausfällt, der hat gewonnen. Boah, das ist ja super. Ich weiß. Das ist ja wie keine Ahnung, so ein Brettspiel mit Knete. Du kriegst halt dann, keine Ahnung. Ach so, also du musst es nicht wirklich jetzt kochen und essen, sondern es Kannst du natürlich auch machen. Ach so, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass du eine Karte ziehst, da steht dann drauf hier Kartoffelpüree. Es ist dann Live-Action-Roleplay. Und dann also du kannst es eventuell auch vorbereiten oder so. Aber das wäre schön, wenn das noch, also so ein Beileger in deinem Spiel wäre schön mit den schönsten Rezepten für Wachteln und Kartoffelpüree. Das Kochbuch von Attila Hildmann. Und das natürlich fressen. Ich würde es dann vielleicht auch so handhaben, dass das Spiel sich ein bisschen vom Film abhebt, nämlich dass natürlich auch eine Art Konkurrenzkampf da ist. Das heißt, dass man dem Gegenspieler auch das Essen halt streitig machen kann. Ne? Also wer sich zuerst zu Tode frisst, hat gewonnen. Genau. Geil. Ja, das klingt gut. Aber die Idee mit der Spielfigur finde ich auch Hammer. Ja, eine ausgehöhlte Spielfigur, die man mit irgendwas füllen muss, bis es oben wieder rauskommt. Man kann ja einfach so Plättchen nehmen, wo halt eben das Essen abgedruckt ist und die tut man halt oben dann rein, in diesen Trichter, nenne ich es mal, oder in dieses, ja, was auch immer, dieses hohle Ding. Und wenn halt oben nichts mehr passt, muss man halt, dann ist es halt vorbei, wenn es runterfällt. Also, ne? Und natürlich halt Ereigniskarten, wie halt eben die ersten Flatulenzen, irgendwie du hast die ersten Flatulenzen deines Lebens, du musst halt eine Runde aussetzen, weil du nicht mehr fressen kannst, weil du gerade auf dem Klo hockst. Oh. Mhm. Ne, sowas halt. Und die Schüssel explodiert. Genau. Oder du bist sexbesessen und musst mal kurz ins andere Zimmer. Ja, kennt ihr das? Dann wird, genau, wir fertigen so einen extra Würfel an und statt einer 6
Gibt's halt so ein Pimmel. Es ist so ein Pimmel. Und dann gibt's eine Figur, jedes Mal, wenn du diesen Pimmel würfelst, wird die drei Felder nach vorne gesetzt. Ja? Und wenn du halt diese Figur auf einen von uns dann kommt, dann musst du halt auch erstmal aussetzen, weil dann ist es mal, ne, wird halt der Johnny gemeldet. So. Johnny gemelkt. Oh. Ah, gutes Stichwort. Ich muss auch mal kurz meinen Johnny melken. Oder noch besser, weil ich bin nicht da, ich will keine Bilder. Oder noch besser, wenn man sein Typ, also dass die Spielfigur voll ist, ist es noch nicht zu Ende, weil dann muss man erreichen, dass man auf das Feld mit der Prostituierten kommt, damit die einem zu Tode melkt. So, Spielpfeff. Ja, Ravensburger ruft mich an. Ja, je nachdem, welcher, das kannst du ja dann machen wie bei Risiko. Bei Risiko gibt es doch auch so Aufträge, die man erfüllen muss, die aber jeder geheim hat. Ja. Und dann steht auf einem vielleicht, du bist Marcello und du musst irgendwie in deinem Auto sterben. Leute, ihr könnt euch gerade, abmelden. Ich fühle mich gerade wie Michelle. Ich habe leider ein Anliegen. Ich muss nämlich auch mal kurz. Okay, dann muss ich jetzt. Oh, Max, hier rock die Show. Du kannst ja derzeit Durst Express ein bisschen noch Zucker in den Hintern blasen. Und Ravensburger. Da bin ich jetzt allein. Jo. Oh mein Gott. Schauen wir doch mal, was so auf Wikipedia steht. So, wer ist denn kürzlich verschwunden? Enzo Mari, ein italienischer Designer. Kenn ich nicht. Gordon Haskell. Was? Hallo, ich bin zurück. Ja, ich lese gerade vor, wer heute gestorben ist. Aber ich kenne da kaum jemanden. Ist auch nicht so besonders. Ich glaube, wir können an der Stelle dann ausnahmsweise auch mal schneiden. Ja, glaube ich auch. So mega spannend war das jetzt. Oh. Ich glaube, du hast das ganz toll gemacht. Hört ihr ja dann alle. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, was ich euch angetan habe mit Magenta TV. Nee, oh Gott. Magenta TV, da kannst ja du nichts dafür. Ich ging ja davon aus, also als du das gesagt hast, dass der halt auf Mubi auch noch ist. Und von dem her, ja, Andi, bist du wieder da? Ich habe mir gerade noch einen, kein Snack. Ich habe halt noch ein bisschen Kartoffelpüree warm gemacht. Ich habe heute den ganzen Tag echt nur gesunde Sachen gegessen. Oh. Frag mich nicht, wieso. Ich habe ein, zweimal im Jahr. Weil deine Freundin denkst, du bist zu dick? Nee. Ich wollte es jetzt gerade ausführen, warum. Ich habe ein, zweimal im Jahr so richtig Lust immer auf so frische Sachen, wo ich dann da sage, okay, jetzt mache ich mir mal so einen Salat, der aussieht wie in der Werbung, der dann irgendwie auch tropft, wenn man ihn in die Ding, dann mache ich auch alles in Zeitlupe, damit alles irgendwie leicht über den Rand drüber holpert und ich schmeiße Salz auf die Tomate drauf, damit das alles so aussieht. Dann esse ich mache mir so geiles Dressing aus 15 verschiedenen Essigsorten und keine Ahnung. Und dann schmeckt es scheiße und du bestellst eine Pizza. Ist schon mal vorgekommen. So, Andi, du hast einen Film mitgebracht, der hat mir auch sehr gut geschmeckt. Ja, das könnte spannend werden. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Aber ich habe ja schon, glaube ich, am Anfang der Sendung erzählt, warum ich den ausgesucht habe, weil es ist einfach ein schöner Film, wo es darum geht, einen Ort zu verlassen und einem werden viele Hindernisse in den Weg gelegt. Es geht um U-Turn. Deutscher Untertitel, kein Weg zurück, warum auch immer, ist auch egal. Von Oliver Stone, kennen wir alle. Ich muss sagen, ich habe jetzt im Zuge des Films mich ein bisschen mehr mit dem Typen beschäftigt. Ich habe schon 1, 2, 3 Filme von dem gesehen, aber der ist ja durchaus eine interessante Figur mittlerweile. Egal, worum geht's? Bobby, gespielt von
Sean Penn, ist so ein kleiner Kleinganove irgendwie und der muss nach Las Vegas, um Geld an die russische Mafia irgendwie zurückzuzahlen oder so. Auf dem Weg dorthin bleibt sein Auto leider liegen, irgendwie komplett in der Wüste Arizonas und dann muss er in das nächstgelegene Kaff, um dort so eine Werkstatt aufzusuchen, nach Superior und ja, da gerät er an den nicht allzu kompetenten Werkstattbesitzer Daryl und deswegen ist er da erstmal so ein bisschen gefangen, weil sein Auto einfach nicht fertig wird. Und dann wird auch noch sein Geld gestohlen, dann lernt er da eine junge Frau kennen, die er irgendwie relativ hot findet, die verstrickt ihn dann aber in so ein bisschen so, wie sagt man, Mordkomplott-Geschichten, mit der es geht nur Mann um einen so. Mordkomplott. Genau, und es ist einfach ein bisschen schwierig. Hätte für den schlimmer Bobby, kommen können. Ja. Ja, also dieser Bobby kommt einfach nicht raus und wird halt in dieses komische Nest so mit allerhand Charakteren irgendwie rein verstrickt und das geht alles nicht so richtig gut. Was soll ich sagen? Darum geht's, glaube ich. Ja. Oh. Also ganz ehrlich, das ist neben das große Fressen auch wieder so ein extrem zynischer Film, ne? Finde ich. Denn es ist halt Murphys Gesetz auf 2 Stunden ausgewalzt. Denn was schief gehen kann, läuft auch schief. Und also der größte Pluspunkt des Films, finde ich, ist die Atmosphäre. Denn er spielt halt in Arizona, es ist heiß, es ist spitzig, es ist staubig und das sieht man auch. Also das ist wirklich ein Film, wenn du den guckst, du könntest den, glaube ich, nackt im Iglo gucken und dir würde heiß werden. Boah. Trifft's. Ja, ich mag auch wie Oliver Stone, also das hat mir schon in, da ist es natürlich Geschmackssache, ich mag das sehr gerne, seinen relativ wilden Regie-Cutting-Whatever-Stil, also dieses Zoom-Wackel-Dings und sonst wie, keine Ahnung, ich finde es bei dem Film halt cool, weil das unterstreicht so diese Stimmung, die du gerade beschrieben hast, also da hast du immer so Close-Ups auf irgendwie die Stirn, wo der Schweiß runterläuft und dann, wenn sich Daryl, gespielt von Billy Bob Thornton, den ich immer noch nicht darin erkenne, aber dann mit Bobby unterhält, ich meine, es ist alles unangenehm, aber trotzdem, wie er das dann schneidet, filmt und so, das unterstreicht das alles so großartig, wo dann irgendwie sie eigentlich miteinander reden und dann hast du auf einmal diese Szene, wo er sich da wo er so posiert einfach, obwohl dieser Dialog weitergeht und es ist so wirr geschnitten. Ich finde das eigentlich ziemlich effektiv in dem Film. Das macht er schon ganz gut. No, ich mag's gar nicht. ja, mir ist es echt zu gewollt wirr. Also ich habe heute komischerweise, weil du von Oliver Stone sprachst, ich habe heute auch irgendwie Oliver Stone mal gegoogelt, um wirklich dann alles, was er in letzter Zeit gemacht hat, neu auf dem Schirm zu haben und bin dann auf der Google News Seite darüber gestolpert, dass er anscheinend vor einem Tag ein Interview gegeben hat, in dem er seine Kokainsucht mehr oder weniger angesprochen hat. Und das sieht man. Ja, jetzt ergibt für mich der Film auf einmal Sinn. Ja, der Film ist tatsächlich, ich habe mir tatsächlich gedacht, okay, auf welchem Trip muss man sein, um sowas Regie zu führen, weil er ist streckenweise echt hässlich. Also, und auch schlecht gemacht, finde ich. Ja, das finde ich, also hässlich finde ich, stimme ich dir zu, schlecht gemacht finde ich nicht, weil ich finde, genauso wie bei Reservoir Dogs, Natural Born Killers, finde ich das genau passend, wenn du jetzt auch Drogentrip ansprichst, ich glaube, so soll das sein. Und deswegen hat er da diese filmischen Mittel benutzt, um das so rüberzubringen und ich finde das da sehr passend und auch also effektiv. Ich muss sagen, Oliver Stone macht ja schon seit Jahrzehnten Filme. Und ich habe das Gefühl, dass er diese Technik, diese wilden Schnitte und so und Zooms irgendwie entdeckt hat bei Natural Born Killers. Und bei dem Film passt es perfekt. Ja. Und danach hat er sich dieser Stilistik irgendwie ein bisschen zu sehr verschrieben. Er hat danach auch Filme gemacht, wie zum Beispiel dieser Snowden, die auch wirklich sehr viel gesetzter inszeniert sind. Aber bei U-Turn ist es irgendwie, ich finde die Stilistik jetzt nicht abturnt, aber es ist zu viel. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dem ist alles scheißegal. Hauptsache, er kann hier noch einen Schnitt setzen und da einen Zoom setzen. Weil die Handlung ist, die ist ja total reduziert. Und es gibt einen ähnlichen Film, der heißt Red Rock West mit Dennis Hopper und Nicolas Cage, der so eine ähnliche Prämisse verfolgt. Und ich finde den einfach besser, weil der ist auch besser erzählt, weil der Film sich auch, also der ist fokussierter. Und U-Turn ist so ein
total hyperaktives Kuriositätenkabinett, wo man nach einer halben Stunde schon weiß, worauf der Film abzielt, nämlich Murphys Gesetz, was schief läuft, läuft auch schief, sodass der Film auch irgendwie keine richtige Überraschung parat hält, außer dass man halt eben Jennifer Lopez mal kurz nackt sieht. was jetzt mir auch egal ist, weil ich die Frau jetzt auch nicht so interessant finde. Ansonsten fand ich, es ist ein netter Film, also ich fand den nett, aber, boah, ich müsste ihn jetzt in den nächsten 3-4 Jahren nicht doch mal sehen. Ja, ich habe ja schon vorher, ich glaube, waren wir noch zu zweit, du, oder das war vorher, habe ich ja schon auch gemeint, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen runtergesetzt in meiner Wertung, aber, also den fand ich wirklich mal superklasse, aber ich finde ihn jetzt auch nicht mehr superklasse, aber irgendwie, es lebt halt von den Charakteren, die finde ich alle lustig, ich finde auch Toby and Tucker lustig und so, und das ist alles so, bei Oliver Stone, wie gesagt, Natural Born Killer ist eine Satire und danach ist er relativ politisch geworden und ich meine, Oliver Stone ist ja jetzt mittlerweile auch. Er war schon vor Natural Born Killer politisch. Was hat, ich kenne mich mit der Film. Ja, der hatte Wall Street und Saigon und solche Sachen. Ja, Platoon war ja eher aus seiner eigenen Vergangenheit und so, genau. Midnight Express. Also der war schon immer politisch. Ja, genau, und irgendwie U-Turn fällt da so ein bisschen raus, weil der, ich meine, man kann da was reininterpretieren mit diesen Indianergeschichten und so, aber trotzdem ist es eigentlich ein Gaudi-Film. Also ich meine, da geht's um, wie du schon gesagt hast, Kuriositätenkabinett mit weirden Charakteren. Ich finde es halt nur auch noch lustig, weil ich meine, ich komme ja aus dem Kaff. Das ist ja, nicht ganz auch so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm gewesen. Aber trotzdem finde ich so eine Satire auf so ein Bauernkaff, wo jeder mit jedem und keine Ahnung, da kommst du nicht weg und wenn du da mal fest sitzt, dann ist es ganz schlimm und so. Finde ich eigentlich ganz lustig, ehrlich gesagt. Ich frage mich, Fear and Loathing in Las Vegas ist doch zu einem ähnlichen Zeitpunkt entstanden, oder? Bestimmt. Bestimmt. Also der ist von 97. Der auch so 96, 97, oder? Moment, schau mal kurz. Ich schau sofort nach. Warte, 98, ja, ein Jahr danach kam der raus. Ja, ja, die würde ich vielleicht jetzt so vom, ich glaube, von dem her, wie sie wirken sollten, miteinander vergleichen. Und da muss ich dann auch sagen, das hat Gilliam dann doch irgendwie besser gemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es echt daran, dass ich immer ein Problem habe, wenn Effekte, Schnitte, andere Sachen einfach irgendwie willkürlich eingesetzt werden. Hm. Wenn das so wirkt, als hätte irgendjemand bei der After Effects Effektkiste irgendwie mal wahllos alle möglichen Überblendungen ausprobiert, was da miteinander funktioniert. Ja, und das so finde ich bei dem Film halt gar nicht. Doch, das wirkt auf mich komplett so. Ja, weil das halt immer die Stimmung, also wie der Su schon gesagt hat, dass du da schwitzt oder dass du irgendwie abgefuckt bist halt oder wenn du dann Charaktere siehst oder so, dass die dann so unangenehm rüberkommen und dass das halt noch verstärkt wird von diesem ganzen Geschnittereien und so Dings und so. Finde ich super. Ah, das war bei mir trotzdem nicht erreicht. Also das Einzige, was er bei mir erreicht hat, ist, dass ich tatsächlich einige Figuren darin am liebsten nach 10 Sekunden an die Wand geklatscht hätte, wie zum Beispiel Claire Danes. Das ist eine ganz schreckliche Figur. So viel, keine Ahnung, es ist alles so so drüber einfach. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und das soll sein, und ich weiß, dass Oliver Stone das auch vorhatte, und es ist für Personen, die es mögen, sicherlich gut, aber ich mag es halt einfach nicht. Und ja, ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen, sowas zu mögen. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Also ich meine, wie gesagt, der Toby and Tucker und Claire Danes Geschichte, ich finde das ziemlich lustig, weil du halt, ich meine, Claire Danes jetzt nicht, aber Joaquin Phoenix zum Beispiel, den siehst du jetzt wahrscheinlich auch schnell nicht mehr in so einer Rolle. Aber ist ja auch egal, ich fand das auf jeden Fall ziemlich witzig. Und trotzdem fand ich aber auch irgendwie, ich fand diese Szene, wie heißt diese, wo er das Busticket kauft und dann irgendwie er da so völlig zerstört vor ihr steht. Rosettes Schwester. Laurie Metcalf. Ich fand so einzelne Szenen halt echt so großartig. Und dann auch, wo er dann
dieses Murphy's Law Ding, weil der doch irgendwie das erste Mal diese Colaflasche sich in der Hand, das sind Kleinigkeiten. Ich finde den Film aber echt klar. Also ich finde Kleinigkeiten finde ich aber auch charmant, muss ich sagen. Ja, genau. Und dann schafft er es, diese Cola aufzumachen, setzt sie an und dann kommt dieser Toby und Tucker von hinten und frisst das Busticket auf. Also ich finde das echt, da muss ich immer noch Also ich finde, dass der viele schöne Einzelszenen hat, aber ich finde, dass der Stone es nicht schafft, das in ein gutes Ganzes zu packen. Also ich finde den Film nicht schlecht, aber nee, wobei ich auch sagen muss, und da kann ich wieder die Anekdoten rausholen, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, da hatte ich ein Date und dachte halt, oh, Date mit der Dame und wir gucken einen Film und hatte mich gefreut und fahre dahin, nur um dann festzustellen, dass die Dame das Date etwas anders gedeutet hat und einfach mal eben 5 ihrer besten Freunde mit eingeladen hat. War unschön. Ja, dann... Na, das ist ja kein Wunder, dass du den Film dann nicht magst. Nee, also was nicht falsch verstehen. Ich finde den jetzt, ich glaube, dass der Max den schlechter findet als ich. Ich kann damit durchaus was anfangen. Aber ganz ehrlich, der ist auch mit 2 Stunden echt zu lang. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch komisch, weil ich meine, wie gesagt, bei Oliver Stone, ich kenne von dem zu wenig, um jetzt das alles so einschätzen zu können, aber trotzdem, wie gesagt, der ist eigentlich, hat der immer einen Sinn dahinter und der Film ist einfach relativ sinnlos, finde ich, was ich ja auch nicht schlecht finde, deswegen finde ich es ja auch lustig, dass der so, das ist eigentlich so eine Pulp-Genre-Geschichte und für mich ist es okay und ich finde ihn auch gut gemacht und mir gefallen diese albernen Sachen und dieses Drübere gefällt mir halt gut. Was ich nur ein bisschen komisch finde am Schluss, wo es dann so krass dramatisch wird. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass eigentlich für mich jetzt die Sympathiefigur theoretisch ja eigentlich diese, wie heißt sie nochmal? Jennifer Lopez. Grace. Ja, genau, weil, aber das kommt nicht so richtig rüber, weil eigentlich ist sie ja, wenn du das mal so ein bisschen global betrachtest, ist sie ja, wird von den ganzen Männern in diesem ganzen Dorf irgendwie missbraucht und benutzt und so und er will sie dann auch benutzen, er traut ihr nicht und so und dann wird das eigentlich sehr dramatisch am Ende und das finde ich immer ein bisschen komisch, wo ich mir auch denke, das gibt der Film jetzt nicht so richtig her, da hätte er vorher viel machen sollen und dann werden am Schluss noch diese Indianerbilder eingeblendet. Ja, weil er dich ablenkt, deswegen, weil er halt so viel Shishi drumrum bastelt, dass du halt auf solche Sachen dann gar keinen Fokus mehr legen kannst. Das ist so, wie wenn du praktisch irgendeinen Film anschaust und dir die ganze Zeit jemand mit dem Laserpointer im Auge rumfriemelt. Genauso ist es irgendwie. Ich muss aber dann auch zur Verteidigung sagen, die 90er Jahre sind auch ein sehr hässliches Zeitalter. Ja, aber das habe ich halt, wie gesagt, bei dem Film nicht, weil der das halt irgendwie für mich jetzt zumindest, also bei dem erkenne ich eine Handschrift, wie gesagt, schon aus einer Natural Born Killers und so und ich finde das auch nicht Effekthascherei, ich finde es nur komisch, dass er dann am Schluss dieses Fass aufmacht mit Grace und dann diesen Indianerbildern, wo du dir denkst, so hey, ist das jetzt irgendwie interpretierungswürdig, so von wegen, dass die indigene Bevölkerung und so vom weißen Mann die ganze Zeit nur missbraucht und, keine Ahnung, vergewaltigt aber wurde da war, und so. Da ist doch Stone glaube ich, so ein bisschen ein Freund, sowas immer wieder anzuprangern. Also genau diese Geschichte, die Native-Geschichte. Oder? Ja, ich finde es ja auch voll spannend, nur fand ich es davor teilweise zu abgefuckt natürlich. Ich mag das ja, der Film hätte ja auch gern ein abgefuckter, sinnloser Film sein können, aber für das, was er dann am Schluss noch irgendwie so aufmacht, hätte er vorher vielleicht so ein bisschen Aber eine Frage hätte ich, und ich greife jetzt mal ein bisschen vor aufs Spiel. Wieso diesen Film? Weil im Prinzip beim Spiel kannst du doch auch nur verlieren. Ja, das ist wie Mensch, so wie Mankomania. Weißt du, ich dachte eigentlich, es ist eine Mischung aus ganz Monopoly ehrlich, und Mensch ärgere dich nicht. Es ist so ein bisschen ja wie Mensch ärgere dich nicht, nur dass du es mit Würfeln spielst, wo keine 6 drin ist. Ohne also das Würfel. Spiel heißt eigentlich, aber du Mensch, ärgere dich. Ja. Mensch, ärgere dich bitte. Genau. So, Würfel, die aus Rasierklingen bestehen. Jedes Mal, wenn du würfelst, schneidest du dir die Hand auf. Ja, wie gesagt, also das ist so ein bisschen schwierig. Ich verstehe das schon, wenn das auch ein bisschen anstrengend ist durch die Machart. Ich mag das, wie gesagt. Ich finde aber trotzdem immer noch, dass diese komödiantischen Momente, also zum Beispiel Daryl, wo er dann am Schluss alleine mit Regenjacke und Gummistiefeln und keiner Hose irgendwie alleine Twister spielt und so. Oder eben Toby und Tucker irgendwie. Ich finde das einfach saulustig. Und weiß ich nicht, dazwischen passieren ganz viele andere komische Sachen. Ich finde den auch von der Stimmung, wie das du schon gesagt hast, finde ich auch großartig. Die Mucke
das Setting, ich mag das einfach. Passt schon. Ja. Nach Corona fährt der Andi erstmal für 3 Wochen nach Arizona. Ja. Da kauft er sich eine Cola. Und dann kommt von hinten der Max und frisst das Busticket auf. Weil er mal Lust, auch gar nicht so irgendwie, es ist schon komisch, weil der springt da. Also ich muss sagen, ich muss mir auch irgendwann nochmal meinen Namen hinten in den Kopf rasieren. Ja, das ist schon scheiß witzig. Weißt du, warum sie mich so nennen? Weil du keine Fantasie hast? Ja, wie gesagt, ich glaube echt, wenn ich habe mich auf den Film gefreut, aber wenn der einfach nicht so komplett, ich finde, der schadet sich. Das war so, ich bin da vor meinem Bildschirm gesessen und habe gedacht, komm jetzt schalt mal zu, komm mal, oh nö, ach bitte. So in etwa. Aber nee, ist halt so. Ja. Werbespot? Fazit, oder? Ja. Ich blick gar nicht mehr durch. Also, ja. Ich hab's jetzt negativer gesagt, als es ist. Ich gebe immer noch knappe 3 Punkte, weil ich finde, da gibt's echt tolle Einzelmomente und ich mag halt einfach diesen, ich mag den Look so gern. Ja, dieses schwitzige, heiße, wüstige, das hat er echt toll transportiert. Aber es ist für mich schon ganz klar definitiv nicht einer der besten von Oliver Stone. Aber er hat auch weitaus schlimmere Filme gemacht, das sei ja auch hiermit erwähnt. Ja, ich meine, er hat ja auch viele Filme gemacht und wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Was auch gut zu U-Turn passt. Ne? Überall ist Sonnenschein, aber die Schatten sind trotzdem überall. Ja, aber auch ich gebe ihm 2,5, weil ich erkenne ja durchaus in meiner Funktion als Mensch. Unser Max. Achso, oder Mensch, ja. Wenn du es ja so bezeichnen möchtest, okay. Nee, also ich weiß ja, was er vorhatte damit. Vielleicht unter Umständen kann es wirklich sein, hey, da ein bisschen zu viel Kokain. Ja. Lalalalalalala. Wissen wir nicht. Also JFK finde ich super von ihm und die Doors mag ich auch und ich bin auch Platoon und Wall Street Fan. Also er hat definitiv Filme gemacht, mit denen ich eher für ihn Werbung machen würde. Und U-Turn ist jetzt sowas, wo ich sage, also wenn du den für mich hättest machen wollen, dann hätte er ein bisschen anders aussehen müssen. Ja, wie gesagt, ich kann aufstehen, wenn du den eher so ein bisschen runtergefahren hättest von seinem Drogentrip. Aber ich mag das. Ich mag Drogentrips, das passt schon. Deswegen, nein, also nicht jetzt. Er ist gerade selbst auf Meth. Niemand aktiv, sollte Drogen sondern, nehmen. Genau, Drogen sind schlecht. Böse. Ich meine, ich finde es schön, wenn er Film... Außer Durst Express liefert. Durst Express liefert keine Drogen. Also so oft, wie du Spezi trinkst, muss da irgendwas drin sein, mein Freund. Ja, leckere Liebe. Nein, und deswegen, weil wir alle keine Drogen nehmen, mag ich Filme, die trotzdem irgendwie filmisch versuchen, so einen Drogenrausch zu... Deswegen mochte ich auch diesen, wie hieß der Film nochmal, von Gaspar Noé, der letzte da, dieser Climax. Tanzfilm. Finde Climax, ich super. Genau. Climax liebe ich. Also, genau, bei dem ist Film natürlich, da geht es halt wirklich nur darum. Und ich meine, Oliver Stone versucht noch so eine palpige Genre-Geschichte zu erzählen, da könnte man das auch anders machen. Aber ich finde es okay, ich finde es lustig, ich finde die Stimmung cool. Ich mag vor allem die Musik so gerne, also nicht nur den Score von Ennio Morricone, sondern halt auch die Songauswahl. Finde ich großartig. Also wo er am Schluss da in seinem Auto sitzt, der Kühlerschauplatz. Darauf bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Gut. Finde ich super. Oh, voll schrecklich. Na, das ist super. Und wie gesagt, die Besetzung ist cool, dass die alle auch so ein bisschen rumspinnen. Und Jennifer Lopez, beste Rolle. Entschuldigung. Na, ich gebe aber auch nur 3,5. Also das ich Einzige, was mir bei Jennifer Lopez, Entschuldigung, 3,5? Ja, 3,5 von 5 Kühlerschläuchen. Ja, nee, was mir bei Jennifer Lopez echt aufgefallen ist, kann es sein, dass die ab dem Zeitpunkt, wo sie dann durchgestartet ist, echt sehr viel so ganz komische Schönheitsoperationen irgendwie über sich ergehen hat lassen, weil da muss ich jetzt hier weiß ich nicht tatsächlich sagen, die sah in dem Film recht, ich weiß nicht, sehr menschlich, sehr menschlich, natürlich, attraktiv. Die hat so also ich weiß nicht, ob sie OPs gemacht haben, ist mir auch egal, aber vielleicht einfach daran, weil in späteren Filmen halt mehr darauf geachtet wurde, wie sie inszeniert wird und wie sie aussieht. Ja.
Mein Gott, Jenny kommt zurück. Ja. Ey, ich fand das aber super eigentlich dann, weil, wie gesagt, ich glaube, da hat sie noch nicht die große Karriere gehabt und so, und dann jetzt in den neuen Filmen will sie halt mehr, und in dem Film wirkt sie so schön, ein bisschen psycho, verunsichert, aber auch irgendwie so natürlich, ganz komisch. Natürlich, natürlich, finde sie ich. Sie wirkt natürlich. Ja, ja, eben, und ich finde das, also, weil ich das auch öfter gelesen habe, dass die halt der Schwachpunkt an dem Film ist, weil sie keine Schauspielerin ist, finde ich gar nicht. Ich finde das echt total passend bei dem Film. Also sie ist für mich kein Schwachpunkt an dem Film. Bei mir auch. Nee. Also ich bin jetzt kein J-Lo-Fan, aber ich finde jetzt auch nicht, dass sie... Nee. Ja, egal. Wie gesagt, ich mag den irgendwie, aber ich finde ihn jetzt auch nicht ein Meisterwerk, weil dafür gibt er zu wenig her natürlich irgendwie. Aber mir macht das Spaß. So. Okay. Dann Spielzeit. Den Tab öffnen. So. Ah, das habe ich vorher vergessen. Genau, jetzt. Okay, dann nochmal danke an die Hanna, und hier kommt Andys Spielerspot. Telehouse Games präsentiert. U-Turn. Flucht aus Superior. Oh nein, die Mafia ist hinter euch her und ihr seid gestrandet in dem Wüstenkaff Superior. Oh no. Würfelt geschickt, um dem verschlafenen Nest zu entkommen. Verflixt, dein Kühlerschlauch ist geplatzt. Begib dich in Daryls Werkstatt und setze eine Runde aus. Oh no. Sammle Geld, um die Werkstattrechnung bei Daryl zu bezahlen. Ein kleiner Diebstahl im Café. Oder ein Auftragsmord in der Wüste Arizonas. Kaufe dir mit dem Geld ein Busticket in die Freiheit. Doch Vorsicht! TNT! Toby N. Tucker isst dein Busticket auf. Oh no. Und lass dich bloß nicht von der Mafia erwischen, sonst... Das macht das mit Fingern! Dagegen ist Mensch, ärgere dich nicht, die reinste Endorphinschleuder. Das neue schlechte Laune-Spiel aus dem Hause Telehorst. U-Turn, Flucht aus Superior. Wir sollten vorsichtiger sein, Freundchen. Wunderschön. Ganz ehrlich, dieses Oh no, ich kann mir echt, ich stelle mir gerade vor, wie Max diesen Film guckt und bei jedem so, oh nein. Oh nein. Aber so in etwa, doch, das trifft es ganz gut. Also das Brettspiel würde ich mir kaufen. Aber ich würde mir da auch so als Spielmechanik so einen Toby N. Tucker wünschen, der die ganze Zeit auch so ums Spielfeld rumrennt. Ja. Jetzt dann so dann, Knackfurzen verteilen. Ja, genau. Der Knackfurzen-Tobi. Oh, man könnte es so machen, dass man unsere drei Spiele kombinieren kann, so wie Transformers oder so. So, und ja. Du sagst dann irgendwie später von Prostituierten und Tobi in Tacken. Ja, genau. Und dann willst und du was essen, dann willst du, dann hast du dir gerade so einen Schnitzel gebacken und willst dich zu Tode fressen, und dann kommt Tobi in Tacken und frisst auf. Und dann kannst du ja nicht weiter fressen und so. Und irgendwann holt dir Satan einen runter, während dich Tobi in Tacken bitte. Genau, dann fällst du sich vorher in einen Hund verwandelt hat. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, ist das schön. Oh Gott, jetzt ist ja die Folge wieder vorbei. Ja, sie ist sogar sehr lang geworden. Das war ein bisschen schwierig. Ich hab extra, wie ist es eigentlich? Aber wir haben in der Mitte haben wir so einen kleinen Teil, den Andi vielleicht rausschneidet. Ach, wo wir kurz der Teil, in dem nichts passiert. Ja. Ah, da bin ich schon gespannt drauf. Das freut mich immer. Deswegen gehe ich eigentlich gerne aufs Klo, dass ich dann auch beim Schneiden nochmal überrascht werde. So du denkst Andi halt echt Klo tatsächlich, geht, zeigen die anderen Horst ihr wahres Gesicht. Genau, dann habe ich auch beim Schneiden noch ein bisschen Spaß und ein bisschen Überraschung, weißt schon. Ja. Was war das? Er hat die Bonuskarte gezogen. Die Flatulenzkarte. Orale Flatulenz. Flatulenz rückwärts. Ja. Dieses Bäuerchen wurde präsentiert vom Durstexpress. Gott, hey, wie wir halt echt versuchen... Hier, das ist halt so kontraproduktiv. Ja. Ich glaube, dass Durst Express tatsächlich eine Firma ist, die Sachen, die sie macht, ernst meint. Und dann von solch Kasperlern wie uns vielleicht nicht unbedingt, wie sagt man, promoted werden will. Ja. Deswegen Durst Express, wir können auch anders. Wir können auch seriös sein. Ja, vielleicht können seriös. Wir das ja in der nächsten Folge schon unter Beweis stellen. Genau. Denn ja, das wäre schön, wenn es dann Durst Express so ein Konzept vorlegt, wie wir uns verhalten sollten. Und auf jeden Fall dann die nächste Folge so auf einmal alle so ein bisschen Stock im Arsch und so voll seriös. Kennt ihr so. Das? Das wurde jetzt schon ein paar Mal parodiert. Müller Milch hat irgendwie so eine Fußballsendung gemacht,
wo die ganze Zeit Müllermilch trinken müssen und auch immer diese Flaschen so komisch. Ach, ja, nee, das war Kaiko war das, glaube ich, Bild-TV. Bild-TV, ja. Bild-TV hat eine Fußballsendung, die von Müller gesponsert wird, und die Moderatoren von Bild-TV mussten halt praktisch mindestens ein, zwei Mal während der Sendung halt irgendwie Müllermilch saufen vor der Und was keiner wusste, ist, dass sie alle laktoseintolerant sind. Nee, war Witz. Ja. Andi, du bist dran mit Themenwahl. Ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, du hast schon ein Thema und musst nicht wie andere von uns einfach den Google Randomizer anspringen. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid, dass du weißt es ja schon. Ich bin gerade ein bisschen, eigentlich mag ich das ja gar nicht so, aber irgendwie hat mich das Thema gepackt. Es steht auch noch gar nicht auf der Liste, es tut mir leid, aber ich hatte einfach Bock drauf, und da ich das halt die ganze Zeit so Horrorfilm-Charaktere zeichnen muss, ich mach's einfach, und da das ja vor der Tür steht, dieser große christliche Feiertag, Halloween Horror Horst, die innovativsten Horrorfilme. Die wir. Oh, das finde ich aber schön. Das ist finden, ein Thema, das kennen, gefällt mögen. Mir sehr gut. Das ist zwar jetzt mal wieder ein bisschen weniger abstrakt, aber. Ja, ich bin nicht für Abstraktheit bekannt. Ja, nee. Es ist relativ. Ja. Ich habe jetzt auch noch dieses innovativ reingeschmuggelt. Zuerst wusste nicht, sage ich jetzt unsere Lieblingshorrorfilme, sage ich die Unbekannten oder sowas oder die schlimmsten oder so. Ich dachte aber, innovativ ist ganz schön, weil ich meine, wir hatten jetzt ja schon großartig, also ich meine, Rosemary's Baby oder diese zwei Schwestern oder wie die hieß, keine Ahnung, wir hatten ja schon gute Horrorfilme, aber ich wusste jetzt halt nicht, man muss es schon noch ein bisschen einschränken. Zu frei wollte ich es jetzt nicht lassen, ich wollte jetzt halt sagen. Das Ding ist, schöne Themenauswahl. Mhm. Wir sollten aber, entweder machen wir es jetzt noch kurz, was ist denn für euch innovativ? Boah, das ist ungewöhnlich, würde ich sagen. Okay. Also gut, dann sind wir wieder dabei. Es ist Geschmackssache. Okay. Also ich würde jetzt zum Beispiel, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt nicht. Muss der Horrorfilm vielleicht irgendwas, was das Genre dann vielleicht bereichert hat, zumindest in sich haben, oder irgendwie so ein Crossover mit drin haben, wo du sagst, das kenne ich noch nicht. Ach, ich bin da ganz offen. Okay, das könnt ihr von euch selber. Ja, wir müssen es halt irgendwie wieder mal gut verargumentieren dann. Schönes Thema. Definitiv. Ja, finde ich auch. Naja, das Ding ist, wir müssen für die Verabschiedungen auch jetzt halt irgendwie was finden. Vielleicht sollten wir einfach wegschneiden. Punkt. Ein Jumpcut, meinst du? Ja, einen richtigen Jumpcut. Ach Gott. Er hat's versaut. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Jo, bye, tschüss. Bye. Ja, tschüss.